Wir wollen heute mal darauf eingehen, auf das, was man Vergesslichkeit nennt. Du vergisst eigentlich nie etwas. Also gleich wieder der Satz, ich erkläre es den, der jetzt den Geist, ich Betonung liegt auf Geist rot geschrieben, der sich jetzt dieses Video anhört. Ich spreche nicht mit irgendwelchen Gedanken von dir, ich spreche nicht mit irgendwelchen Informationen von dir, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Das, was ich jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher. Ich kann das nur immer wieder betonen, jegliche Form von Glauben, den du dir ausdenkst, baut auf Axiomen und Theorien auf. Und ich kann immer nur sagen, ich werde dir beweisen, dass 99% von dem, was dir ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher erschienen ist, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es ist blinder Glaube. Holofeeling ist kein blinder Glaube, sondern das ist reine göttliche Arithmetik. Es ist eine Matrix, ein Computerprogramm, das diese Welt, die du jetzt, diese Traumwelt, die du jetzt in deinem roten Kopf erlebst, erzeugt, so wie ein Videospiel. Das heißt, diese Theorien, dass das eine Matrix ist, immer in Bezug nehmend auf den jetzt ausgedachten Kinofilm Matrix, der 1999 in die Kinos gekommen ist. Unmöglich. Weil in der Vergangenheit nichts war. In der Vergangenheit hat es keinen Einstein gegeben, keinen Jesus gegeben, keinen Abraham gegeben und auch keinen Urknall gegeben. Was es gibt, gegeben, Geist ist eben, sind immer Gedankenwellen und die sind hier und jetzt. Das heißt, wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal akzeptieren müssen. Das ist, wenn du ein träumender Geist bist, dann bist du der einzige Geist in dem Traum. Alles andere sind wechselnde Existenzen, sind Informationen. In den Sätzen steckt alles drin. Du kannst jetzt nur, wenn du Geist bist, beobachten, wie sich dein Intellekt dagegen wehrt, das zu akzeptieren. Die einfachsten Sätze der Welt, jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jeder neue Blickwinkel, den du auf die Verabrede holst, zerstört den bestehenden Blickwinkel. Von Moment zu Moment, das sind die Gedankenwellen. Das kannst du überprüfen. Ob eine Information, die du jetzt in dir aufbaust, ob die schon existiert hat, bevor du sie gedacht hast, das ist blinder Glaube, weil es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen, prinzipbedingt. Die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Und jetzt gehen wir etwas weiter in die Matrix. Du kannst nie etwas vergessen, was passiert. Und ich muss jetzt angepasst an dein momentanes Verständnis die Beispiele. Und jetzt rede ich, wenn ich sage normal, rede mal bewusst, die Worte darfst du dir chronologisch ausdenken. Wenn du jetzt einen Zustand hast, ich mache jetzt einmal zwei verschiedene Programme, das eine nenne ich Helene und das andere nenne ich Ritter, die seit 20 Jahren intensiv sich mit Holofeeling auseinandersetzen. Da passiert jetzt eine eigenartige Verwandlung. Man hat auch den Eindruck, dass man in die Vergessenheit kommt. Aber du vergisst nichts, sondern du verwandelst dich. Und das will ich jetzt einmal versuchen zu erklären, wie das funktioniert. Das sind viele, viele Wissenselemente, die man sich aneignet im Laufe der Zeit. Und immer daran denken, das hebräische Wort für Zeit ist et. Und das heißt eigentlich nur eine augenblickliche Erscheinung. Genau. Das sind kleine Facetten, die auftauchen. Und ich sage, das sind wie Puzzlestückchen, die oberflächlich betrachtet nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Und du selbst, rot gelesen, bist ein reines Bewusstsein. Du bist das Bewusstsein. Es-Ain heißt Bewusstsein ist nicht existieren. Du bist etwas, was überhaupt als Ding an sich nicht existieren kann. Das führt dir schon die Naredei all dieser Figuren und Professoren vor Augen, die irgendwo im Gehirn das Bewusstsein suchen oder die sagen, der hat Bewusstsein. Bewusstsein kannst du weder besitzen noch in irgendeiner Form entdecken. Bewusstsein ist das, was du bist. Und mit der Vordersprache Es-Ain heißt praktisch dieses Sein, rot geschrieben heißt Bewusstsein, Ain ist nicht existieren. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dieser Satz ist elementar wichtig. In dem Moment, wo du an dich denkst, wird in dir eine Information auftauchen, zu existieren anfangen. In der Regel ist das jetzt dein momentaner Körper, der aber auch nur existiert, wenn du ihn denkst. Es gibt keine Möglichkeit, dich selbst in Erscheinung treten zu lassen, ohne dich zu einer vergänglichen Erscheinung zu machen, weil der Körper schon wieder weg ist, wenn du nicht an ihn denkst. So, und jetzt geh mal davon aus, dass alle Menschen, die du dir bisher ausgedacht hast, davon ausgehen, dass sie der Körper sind, inklusive dir, dir selbst.
Und da haben wir ja, ich spreche aber mit dir, Geistesfunk, DIR. Und das ist ja im letzten Selbstgespräch der Wohnungsinhaber und der Mieter in einem. Das sind die zwei Seiten. Das ist einmal die erste Erkenntnis. Und jetzt komme ich wirklich in die Physik. Das sind so Grundlagen, die ich ganz kurz sage. Dazu übertrage ich jetzt einmal das Bild, aufbauend wieder auf dem letzten Selbstgespräch. Wir gehen jetzt sehr ins Detail, weil das ja, ich sage in einigen Geistesfunken, viele Aha-Effekte ausgelöst hat. Das ist immer wieder dieses Selbst, das Auto. Im Griechischen ist ja, das Selbst heißt ja Autor. Autos in den Unterformen. Und ich sage immer wieder das griechische Wort für Selbst. Und ich mache immer ja mein Symbol mit meinem Auto. Das Automobil, das du dir jetzt ausdenkst, dieses Fortbewegungsmittel, besteht ja aus unheimlich vielen Einzelteilen. Ja. Wenn man die selektiert auftauchen lassen, ich sage jetzt zum Beispiel ein Stück Schlauch, ein Spiegel, einen kleinen Stecker, ein Zahnrad, eine Schraube und so weiter und so weiter. Die haben oberflächlich betrachtet nichts miteinander zu tun, aber das sind wie Puzzlestücke, wie rote, grüne, blaue Puzzlestückchen, tausende verschiedene Puzzlestückchen und die setzt du zusammen und plötzlich siehst du eine Landschaft. Oder ich könnte jetzt sagen, du siehst ein Ferrari, ein Auto. Genau. Das Puzzlestück allein weißt du noch nicht, was es ist. Aber wenn du das zusammensetzt, verschmilzt es zu einer größeren Einheit. Genauso, wir reduzieren es einmal auf zwei Teile, auf einen Kreis und ein Dreieck. Ich setze das in einem 90-Grad-Winkel aufeinander, verbinde die gedachte Form jetzt zu einem Körper und ich kriege einen Kegel. Und das ist jetzt die erste große Erkenntnis der Verwandlung in dem Moment, wo du jetzt anfängst, vergesslicher zu werden. Wirst du eigentlich nicht vergesslicher, weil das geht einher mit neuer Erkenntnis. Und die neue Erkenntnisse sind jetzt die Kegel, die du siehst. Und dadurch denkst du nochmal an Kreis und Dreieck, wenn du einen Kegel anschaust. Ich nenne das auch Chat-Denken. Ich hoffe, das ist verstanden. Das ist eigentlich dieses Chat-Denken ist unheimlich wichtig, weil du in höheren Komplexen denkst. Und das ist das, wieso du oft den Eindruck hast, dass du vergesslich wirst. Da bin ich oft in Selbstgesprächen darauf eingegangen, wenn ich jetzt jemandem was erklären will und ich frage, kennst du den Film? Und ich sage, in mir ist in dem Augenblick der komplette Film, jeder Dialog, jedes Bild, jede Szene, habe ich in dem Moment gleichzeitig im Kopf. Ja. Was mir fällt, ist nur der Name von dem Film, die Adresse nenne ich es einmal. Und dann muss man sich die Frage stellen, kann ich jetzt sagen, ich habe was vergessen? Ich habe doch den ganzen Film im Kopf, ich weiß doch alles. Nur den Namen nicht mehr. Selbst der ist irgendwie da, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Genau. Und dann sage ich, was soll mir das jetzt sagen, wenn ich mich beobachte in meiner Führerscheinprüfungsbogenwelt, weil ich schon wieder versuche, einen Gedanken von mir zu fragen, ob er den Film kennt. Und das ist jetzt ganz extrem wichtig, dass ich immer sage, in einem Traum gibt es bloß einen allereinzigen Geist. Das ist der Geist, der träumt. Das ist wie ein Leser von einem Roman. Du wirst jetzt irgendwann merken, dass du nicht nur der Leser bist, Autor, hebraisiert, der Zeichenerwecker, der aus den Zeichen, wenn er in das Buch reinschaut, Vorstellungen macht. Du wirst zu einem Kino, sondern du bist auch der Autor, der das entwirft. Ja. Es ist also definitiv so, dass wenn du jetzt, und jetzt denk bitte wieder normal, wenn du dich jetzt als Mensch hinsetzt, ein Mensch kann sich schon gar nicht hinsetzen, wenn, dann kann sich bloß eine Person hinsetzen, weil der Mensch ist ja viele, vom Säugling bis zum Kreis, viele Personen gleichzeitig und alles andere, was dort noch gedacht wird, was der Mensch erlebt innerhalb seines Lebens, innerhalb des Nichts, innerhalb Gottes, erlebt, das macht den Menschen aus. Das ist der Roman oder das Programm, wie ich das nenne. Also ein Mensch kann sich nicht hinsetzen und einen Roman schreiben in der Geschichte. In dem Moment, wo du das jetzt als Autor in Form von Schöpfer, wir sagen jetzt ganz normal gesprochen, du setzt dich als Person hin an den Computer und jetzt fängst du zum Schreiben an, du haust auf die einzelnen Tasten und die einzelnen Tasten werden jetzt hier die Buchstaben aneinandergereiht, die werden Worte und diese Worte verbindest du mit gewissen Vorstellungen. Und wenn du jetzt genau diese Szene schreibst, dann schreibst du die Worte, er setzt sich, die Person schreibst du nicht hin, aber das ist dann logisch, dass das die Person ist, die setzt sich hin und schreibt einen Roman. Jetzt ist aber wichtig, wo kommt er her? Aus dem, der sich das ausdenkt. Ja. Wenn du jetzt
wenn du jetzt der wärst, der sich hinsetzt, der du aber eigentlich gar nicht bist, du bist der, der sich, wenn er an sich selbst denkt, sich den ausdenkt, der sich hinsetzt und einen Roman schreibt, dann kommt der Roman ja aus dir. Wenn du jetzt der Leser bist, meinst du, da außen hat in der Vergangenheit einer das geschrieben? Ist logisch. Du siehst diese Worte und machst aus den Worten Vorstellungen, die aber letztendlich, die du dir vorstellst, die Vorstellungen und der Roman, den du dir ausdenkst, kommen letztendlich alle aus einem allereinzigen Punkt. Geist. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Und das, was man wieder zeitlich sagt, dass da aus diesem Nichts die Creatio ex nihilo, Creatio, ich betone nochmal, heißt eigentlich wirklich nicht Schöpfung aus dem Nichts, sondern eine Wahl, eine Auswahl aus dem Nichts. Das ist die kleinen Momente, die du zu sehen bekommst von Augenblick zu Augenblick. Wie die Bilder, wenn du einen Film anschaust, die auf dem Bildschirm aufplatzen, die letztendlich nur kleine, in einer chronologischen Reihenfolge, kommen die Bilder eigentlich in einer chronologischen Reihenfolge? Nein, ich behaupte, jedes Bild blitzt jetzt in dir auf und alle Bilder in Bezug auf den Film sind in der Datei des Films. Ja. Wenn man das immer wieder hört, merkt man, was für eine Riesenfalle das chronologische Denken ist. Mhm. Was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Genau. Und ich kann jetzt immer und immer nur wiederholen, ich mache das immer, ich sag das mit Strenge. Du hörst mich jetzt reden. Du. Damit meine ich nicht diesen Trockennasenaffen, der jetzt, wenn du an dich denkst, vom Computer sitzt. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das verwirfst. Und alle, die du dir jetzt ausdenkst, die das verwerfen, über die musst du dir keine Gedanken machen, die sind schon wieder weg, wenn du nicht mehr an sie denkst. Ich habe zum Beispiel so die Frage gehabt, du schaust ein Video und dann hast du Daumen nach oben und Daumen nach unten. Dann sagt einer, was sind das? Das sind doch so klare Worte, die du sprichst. Was sind das für Idioten, die da einen Daumen nach unten machen? Ja, solche Idioten, wie du dir jetzt ausdenkst, aber die existieren, weil du aufgrund dieses kleinen Zeigens dir dann denkst, dass der das nicht mag, dass er das Video schlecht definiert. Aber hat der einen Einfluss drauf, den du jetzt denkst, dass du dir das denkst, nur weil du dieses, meinetwegen fünfmal Minus, weil du das siehst? Das ist doch nur ein Symbol. Alles andere machst doch du durch Interpretation dieses Zeichen. Ist das übrigens ein Daumen, wenn du dieses Bild siehst, das kleine Bild da unten? Ist das überhaupt ein Daumen? Ich behaupte, das ist einfach nur ein Monitor, was du jetzt siehst, wenn du genau hinschaust. Und das ist ein Arrangement von Helligkeiten von kleinen Lämpchen. Ja. Holofeeling geht auf die Grundlage ein, die sofort von jedem Kind hier und jetzt überprüfbar ist. In der ersten Ebene, und jetzt gehen wir etwas tiefer, das wollte ich nochmal sagen, dieses Zusammensetzen der Komplexe ist zwangsläufig verbunden mit dem, was man Vergessenheit nennt, aber du vergisst eigentlich nichts. Ich habe vorher gesagt, ich mache es nochmal, wenn du jetzt ein Wort hinschreibst, zum Beispiel Wassermelone. Ja. Dann muss dir klar sein, dass in dem Moment, wo das Wort da steht, du niemals beim normalen Lesen eines Buches, sobald du das Wort Wassermelone andenkst, an ein W, an ein A, an zwei S, an ein E, an ein R denkst, du denkst nicht an die Buchstaben. Nein. Die verschwimmen in einem Hintergrund zu dem Wort Wassermelone. Und in dem Moment, wo du dann ganz rein singst, sind die Worte ganz weg. Der größte Trugschluss, wenn du einen spannenden Roman liest, einen spannenden Roman erlebst, dass du da sitzt und die ganze Zeit umblätterst. Mhm. Mein Beispiel, du beginnst bei 100 Seiten, bei Seite 1 und ich sage mal jetzt gedachterweise, auf der Seite 100 klingelt dein Handy und du schränkst hoch, du sitzt da, hast den Roman in der Hand und bist auf Seite 100. Mhm. Wieso wiederhole ich das immer wieder? Weil du das immer wieder vergisst. Das ist ein Symbol. Und wenn ich dich jetzt frage, hast du 50 Mal umgeblättert, wenn du auf der Seite 100 bist, dann wird deine Logik dir aufzwingen, dass du sagst, selbstverständlich, sonst hätte ich ja nicht lesen können. Weil du einen tiefen Glauben in dir trägst, dass du dieser Körper bist, der die ganze Zeit da ist, auch wenn du nicht an ihn denkst. Zwangsläufig musst du ja auch da sitzen, wenn du einen Roman liest und dann umblättern. Aber ich garantiere dir, wenn du ein gutes Buch lesen tust, dann sitzt keiner da und da blättert auch keiner um. Du hast die Information, dass du das Buch in die Hand nimmst, das aufschlägst, du fängst zum Lesen an. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einmal wirklich neben dir stehst und deine Informationen beobachtest als Geist, dass du, das sind ja Informationen, die sind ja da, aber irgendwann auf eine magische Weise kippt es plötzlich in einen komplett anderen Bereich um und dann sitzt, dann denkst du weder an dich
noch an das Buch und noch an das Umblättern, sondern irgendwie sind diese Worte wie eine Datei, wie wenn du eine DVD laufen lässt an einen Film. Sitzt du eigentlich da, wenn du daheim einen spannenden Film schaust? Ist da überhaupt der Fernseher da? Ich garantiere dir jetzt, sobald du wieder drüber nachdenkst, ist es natürlich da. Die Sache mit der Brille, wo du deine Vergangenheit konstruierst. Ja. Das ist das Verrückte. Du kannst nicht überprüfen, ob was nicht existiert. Mhm. Um was zu überprüfen, musst du es denken. Und es existiert für dich in einem ständigen Wechsel nur das, was hier und jetzt sich in dir abspielt. Schön. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Matrixstruktur rein. Dazu muss ich jetzt das Bild übertragen. Und zwar habe ich jetzt hier mehrere, ich springe jetzt erst einmal in unsere Schrift. Unsere Schrift, die noch nicht veröffentlicht ist, die ist jetzt nochmal ein paar Mal in Kleinigkeiten immer wieder umändert, Kleinigkeiten nachzieht, dass das verständlicher wird. Diese Sache, da habe ich die Farben etwas geändert. Wir haben hier, aufbauend auf das letzte Selbstgespräch, ich verfeine jetzt nochmal gewaltig, da haben wir praktisch einen Sechsflächler mit 8 Ecken und da haben wir jetzt einen Sechsflächler mit 5 Ecken. Mhm. Das ist aber genau genommen, stimmt, dass der doppelte Dreieder so, wie er ist, ist er eigentlich gar nicht, sondern das sind zwei Stück, die übereinander geschoben werden. Das ist um 45 Grad gedreht. All das ist in den ganzen Offenbarungswerk genau beschrieben. Ich werde eventuell Beispiele bringen dazu und dann machen wir hier, dass in diesem klassischen Denken wir die drei äußeren Spiegel haben, in die Ecke, wo wir reinschauen, das schauen wir uns gleich genauer an. Dann haben wir hier als Mittelspiegel, den denken wir uns jetzt hier in den Mittelspiegel rein, drei Hüben, drei drüben und einen im Zentrum. Okay? Ja. Das symbolisiert die drei blauen, das ist die Spiegelecke, wo du reinschaust, dann der Mittelspiegel, der imaginäre im Mittelpunkt und drei hinten, rot geschrieben, ist eigentlich, die habe ich dann heller gemacht, das habe ich noch nicht umgestellt, kleinen Moment. So. Mhm. Wenn man das jetzt hochrechnet, da bin ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Verkehrt. Ich tue das gleich ausbessern, dass man das... So muss es sein. Mhm. Und dann kriegen wir, wenn wir das durchrechnen, kriegen wir hier... Hochinteressant, 27 mal 343. Diese Zahl bin ich ja weiter vorne drauf eingegangen. Das habe ich übrigens auch nochmal, das zeige ich euch jetzt gleich, nochmal was dazu gemacht. Das war ist neu. Mhm. Nämlich habe ich den Dennett jetzt hinzugefügt. Ja. Die Filme und die zwei Trailer. Also gibt es verschiedene Trailer, die genau das Wesentliche davon einsprechen. Und da haben wir dieses 43. Palindrom. Mhm. Das verschmilzt sich jetzt hier. Da habe ich die Farben jetzt extra, das farbig etwas gemacht, als Udo, jetzt ausgedacht, nie was in der Vergangenheit gemacht. Das muss immer präsent sein. Du hörst jetzt nur Worte. Du denkst dir das aus. Du bist der Schöpfer für das, was du jetzt siehst. Wenn du ein träumender Geist bist, bist du der Schöpfer für das, was du jetzt siehst. Mhm. Da habe ich auch nochmal was nachgebessert. Und jetzt ist es interessant, darum heißt es hier, drei Spiegel vorne, ein Spiegel im Mittelpunkt und drei hinten. Das ist die generierte I plus die 4, das ist ja in der Mitte und die 3 hin sind 7 der Dreiederseiten auf 1323 Einheiten. Wenn wir das jetzt flächig betrachten mit den Mittlern. Die Darstellung erkläre ich hier, gehe ich jetzt auch nicht nochmal drauf ein. Das Einzige, was ich hier unten gemacht habe, dass die 6 roten, die hier in der Mitte sind, das sind ja eigentlich nur die 3. Das ist jetzt missverständlich, weil das Lücken sind. Mhm. Da kannst du lesen, Bewusstsein ist E Quadrat, J, C, A, I, C, H. Und das ist X. Bewusstsein ist E, ich ist das hier. Weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Mhm. Das ist der Schlüssel. Jetzt haben wir uns da die Mühe gemacht, das hat der Holger gemacht, dass er das jetzt nochmal so gezeichnet hat. Halt einfach mal das Bild fest und du hast hier einen roten und einen blauen. Das heißt, wenn wir jetzt die drei blauen Ecken nach hinten klappen, gibt es ein Tetraeder mit dem roten Spiegel in der Mitte. Ja. Wenn wir die drei nach hinten klappen und dann hast du die Spitze nach vorne. Das ist genau diese Ecke hier.
Und das werde ich dir jetzt zeigen, soweit man sich das vorstellen kann. Das Ganze ist eine Camera Obscura, bloß in einer wesentlich komplexeren Form aufgebaut, rein arithmetisch. Ja. Die Camera Obscura ist eine Grundmetapher. Wir haben eine Kammer, der klassische Fotoapparat, den wir uns vorstellen, und immer dran denken, was jetzt da ist. Du schaust nur auf den Monitor, du liest Zahlen, du hast Worte, du liest Zahlen und denkst dir was in die Vergangenheit, und da baust du dir jetzt mit diesem Geschwätz eine Vergangenheit auf, von der du glaubst, dass die so war. Und ich sage immer wieder, wenn du das Wissen eines jetzt ausgedachten 14., 15. Jahrhunderts gehabt hättest, dann würdest du glauben, du bist auf einer Scheibe, weil man dir das erzählt hat. Und jeder, der dir das erzählt, erzählt dir das, weil man das ihnen erzählt hat. Mhm. Und dann, wenn der Galilei kommt, Gall ist ja die Welle, den wollte man dann verbrennen, weil so ein Blödsinn. Und ich habe immer gesagt, du musst die Vergangenheit verändern. In der Vergangenheit war nichts. Ja. Du wirst dich bis in alle Ewigkeit narren, solange du hier meinst, dass du mit dem, was du dir jetzt denkst, nichts zu tun hast. Ich möchte dich bitten, das auf dich wirken zu lassen. Du bist ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang dem Wahn verfallen, dass du Sachen denkst aufgrund des Wissens, das du nur vom Hörensagen kennst, die du dir in die Vergangenheit denkst, Dinge, Phänomene, Geschichten, die du dir in die Vergangenheit denkst, die für dich selber in dem Moment, wo du sie denkst, nur hier und jetzt ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf sind. Im roten Kopf wohlgemerkt. Der blaue existiert dann nur, wenn du dran denkst. Und du meinst, du hättest mit dem, was du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Du bist dir auch felsenfest sicher, dass die Dinge, die du denkst, da außen genauso sind, wie du sie dir ausdenkst. Und wenn jetzt jemand in dir auftaucht, der natürlich im Traum auch aus dir kommt, der wo was anders behauptet, ist das ein Spinner, weil das unlogisch ist, was der sagt. Mhm. Das ist die große Falle der normalen Menschen, die aber nichts dafür können, sondern jetzt schauen wir uns das bloß genauer an, was da ist. Das ist eine Camera Obscura. Das heißt, jetzt denken wir uns hier aufgrund dieser kleinen Zeichnung eine Kiste aus, das ist wie ein Fotoapparat mit einem kleinen Loch in einer Seite, und da außen ist natürlich die Welt, die wir uns jetzt ausdenken, und wenn wir jetzt hier mit einer Sonne diesen Big Ben wahrscheinlich anstrahlen, dürfte das sein. Ist das der Big Ben oder ist das schon wieder gewisses Wissen? Anna wird sagen, das ist irgendein Kirchturm. Ja. Dann wird das Licht reflektiert und interessanterweise geht es durch diesen kleinen Punkt durch. Ich könnte jetzt noch über die Tiefenschärfe in der Optik gehen. Das ist ja alles physikalisches Wissen, wobei ich immer darauf hinweise, jegliche Art von Wissen ist Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Mhm. Du wirst von mir nie hören, dass irgendein Gedanke, irgendeine Behauptung unwichtig wäre. Denk an den Kabelstecker, an das Stück Schlauch, an die kleine Schraube. Das sind alle systemrelevante Parameter und systemnichtrelevante Parameter, die hier eine Einheit bilden. Und dann hast du hier das Bild auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Rechts spiegelt sich nach links, links spiegelt sich nach rechts, oben spiegelt sich nach unten, unten spiegelt sich nach oben. Ja. Das ist Allgemeinwissen. Das steckt komplett in dieser Metapher, steckt in dem Wort Camera Obscura eigentlich das schon drin. Mhm. Unglaublich? Ich weiß, göttlich. Sonst wäre ich nicht der, der ich bin. Und zwar im Namen Camera Obscura. Mhm. Das heißt, wir schauen uns mal das lateinische Wort Camera an, was eigentlich griechisch ist. Das ist ins Griechische, wenn du reingehst. Halt, da müssen wir jetzt, das haben wir gerade schon gehabt. Griechisch Kamera heißt Gewölbe. Ich müsste es, glaube ich, griechisch nur drin haben. Mhm. Es ist ein Gewölbe. Alles mit einer gewölbten Decke, mit einer gewölbten, geöffneten Ecke versehen. Genau. Interessant, ne? Ja. Haben wir schon eine geöffnete Ecke? Ich rede immer von Ecken. Ich SDR-Ecke, ich strecke eine Ecke. S-T-R. Ich strecke eine Ecke. Das ist rot gelesen, das heißt aber ein Geheimnis, eine Heimlichkeit, das heißt aber auch ein Ver-SD-Eck. Ich strecke eine Ecke, einen Stecken, dann wird es SD-Ecken. So einen Steck, eine Ecke, schau das kleine Bild an. Es ist wichtig, wenn ich das erzähle, weil du meinst, die Sprache ist zufällig aus unartikulierten Nierlauten in der Vergangenheit entstanden.
Die Zahlenstrukturen, wo ich dir in der Holo-Arithmetik zeige, da glaubt der normale Mensch, das haben irgendwelche vor ein paar tausend Jahren irgendwo in Asien, in Syrien oder Palästina die Bibel geschrieben. Du kannst es vergessen. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dann denkst du, das jetzt in der Vergangenheit war nichts. Also ich nehme eine Ecke und ich strecke die Ecke, dann kriege ich einen SD-Ecken. Dann denke ich mir eine Seite, nehme die Seite in der Mitte, mache aus dieser Seite eine Ecke und dann wird der SD-Ecken zu einem Bogen. Schon, das schauen wir uns an, das steckt alles in diesen Worten drin, in der Kammer, in der Kamera. Dieses Gewölfe, Gewaff, der Geist, G ist der dritte Buchstabe, das ist auch die Gimmel, ist die Einstein-Formel, wird doppelt aufgespannt. Ja. Okay? Ja. Gewaff als Ding an sich, wissen wir, heißt das Innere. Mhm. Geist, der aufgespannt wird, ist, kann man auch O lesen übrigens, denk an das Wort Gott mit dem Pi hinten dran, die Doppel-D. Das ist Eingeweide, der Bauch, die Körperschaft und das Innere rot gelesen. Mhm. Das nennen wir übrigens auch, den Bauch nennen wir auch Magen. Da brauche ich übrigens die 9 als Totalwert und einen äußeren Wert von 9. Das ist die eine Seite. Das ist der innere Wert, die innere 9, der Spiegel und die äußere 9, die vielen Spiegel drumherum. Mhm. Okay? Ja. Mhm. All ist es Joch. Das heißt auch hochgehoben. Mhm. Das ist All. Das Obere, das Höhere, das sind deine Gedankenwellen, die hochgehoben werden. Mhm. Gewölb, Öl, P. Bald machen wir Öl, B. Schauen wir mal. Und das ist jetzt Verletzen. Das B in Leid. Leid heißt auseinandergeschmissene göttliche Öffnung. Du beleidigst dich immer selber. Verletzen. Und dann bist du beleidigt. Du dummer Affe. Stimmt oder stimmt? So, jetzt kriegen wir das lateinische Kamera. Die gewölbte Decke steht hier da, eine Wölbung eines Z im Meer. Da steckt es immer schon da. Die Geburt im Meer. Jetzt, ich habe hier, würde ich jetzt gerne die lateinischen Sachen anschauen. Das ist nämlich, diese Kamera ist Lapidis, ist ein Stein. Und zwar sind es verbundene Wölbungen, wenn man wirklich, ich will jetzt ins Altlateinische, ein Gewölbekomplex. Das heißt, das Gewölbe ist eigentlich ein Stein, SD1, raumzeitliche Spiegelungen ein und es wird zu einem Gewölbekomplex. Mhm. Das ist dann hier, das hier, die Spiegelungen. Da müssen wir auch noch ein paar, in der Physik, ich kann nicht alles auf einmal machen. Es sind viele Einzelteile. Wenn man die Offenbarungen studiert hat und die Holoarithmetik, dann wird es irgendwann klar. Wenn man es nicht gemacht hat, ist man noch ein kleingeistiger Hosenscheißer. Du hast so unendlich viel Leben, dass du das lernen darfst. Okay, das ist die Kamera, aber interessant wird, dann kommt natürlich sich in die Höhe hinaufwindend. Du merkst jetzt immer, das ist das All. Ja. Immer wieder. Das ist, da kommst du nicht raus aus dem System. Holofeeling ist die Vatersprache, das ist eine Matrix. Ich erzähle dir was, ich mache da Zahlen draus, dann fangen wir zum Rechnen an damit. In jeder Kleinigkeit. Schau, das ist zum Kamera. Du, habe ich gerade schon erklärt, doppelt aufgespannt, zwei in Zusammensetzung, ab heißt aufblühen. Das war die aufgespannte Raumzeit. Genau. Das Ganze passiert in dem Sus. Da wissen wir natürlich, auf Hebräisch ist das der Je, J, ja. Gott, ist Sus. Das ist eine Verbindung von zwei verschiedenen Zeiten, weil wir doppelte Raumzeiten, die wir brauchen, das wird jetzt so weit führen, aber Sus wiederum im Lateinischen, La, T, ein. Auseinandergeschmissene Spiegelung ein, das ist Latein. Ja. Heißt das Schwein. Schwein hast aber wieder Shin Waff. Logisch doppelt aufgespannt ein. Mhm. Und so weiter und so weiter. Das wäre jetzt viel, viel zu komplex, bist du voll überfordert. Was mir jetzt wichtig ist, wir haben ja noch die Obscura. Mhm. Ich mache hier ganz, ganz kurz, wir haben ja noch die Obscura. Dieses Obscura als Wort an sich. Schauen wir uns mal an. Das heißt schlichtweg und einfach Dunkelheit. Ich muss es eigentlich gar nicht eingehen, weil das da wahrscheinlich da steht. Kleinen Moment. Kammer, obskurer Dunkel, Finsternis. Das ist übrigens gleich, du findest das ja im Dennach, ganz am Anfang, schreiben wir den nochmal ganz kurz ein, in der Schöpfungsgeschichte.
Die Finsternis. Dunkel und leer. Genau so ist es. Im vierten Vers in der Öffnung, da haben wir dieses schöne Wort hier, die Finsternis, die Dunkelheit, die Unwissenheit des Tohuwabohu. Aber interessant ist, wenn man das anschaut genauer, das ist das Wort, die, was über Artikel he, die Wahrnehmung von Dunkelheit, die Wahrnehmung von Dunkelheit, von Unwissenheit. Wir wissen ja, dass das Kaff am Ende auch ein Suffix sein kann. Und dann haben wir Chasch. Und dieses Wort Chasch, das heißt, das wird normal übersetzt mit Eilde, eilig, eilend sein. Das bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber das Chasch für sich alleine hast auch Sinn, also mit Kosch. Das ist eine Unterform, die Grundradix Kasch heißt Sinn, Gefühl und Empfinden. Mhm. Eilen, darum steht es Eilen da, aber es heißt auch etwas empfinden, etwas fühlen. Mhm. Aber was du fühlst, was du empfindest, die Bilder wechseln in dir mit Lichtgeschwindigkeit, weil du Geist bist. Okay, dann heißt es ja, dein Sinn, Gefühl und Empfinden, dieses Kasch. Aber was du empfindest, hängt von der Dunkelheit ab und D-U-N heißt urteilen. Du musst dich selber urteilen, beraten, richten, urteilen. Das machst du von Augenblick zu Augenblick. Du urteilst dich, dass eine Gedankenwelt da ist. Du bist ja immer, schau das Bild an. Dual, was du MM, zwei Gestaltwertungen. Mhm. Memim ist jetzt blaues Wasser. Die Ritter heißt übrigens Richter mit Nachnamen. Okay, aufgefallen. Ist eine Unterform von Ruch. Genau. Und das heißt Geruch. Das heißt, in dem Geist ist Ruch. Der Ruch, blau gelesen, sind die vier Weltgegenden. Wir wissen das. Du wiederum bist eine Facette, die in Erscheinung tritt. Mhm. Bot, PD gelesen, ist die Scham und Scham wiederum. Schem, dort ist der Name. Im Namen, Nomen ist Omen. Ich weiß, wenn man jetzt die Grundlagen nicht hat, kommt man nicht mit. Das ist mir jetzt einmal total was. Was jetzt natürlich sehr spaßig wird, wenn man das Obscura in Einzelteile zerlegen, nämlich einmal in Ob. Das können wir jetzt, wenn ich das lese, kann ich gleich sagen, eine kreisende Polarität. Ich kann das O natürlich auch als Aleph setzen, dann heißt es Ab, dann heißt es Aufblühen. Genau. Und ich kann es als 70 setzen, das sind die Sachen, wo das O zu setzen ist, dann heißt es eine Wolke. Wie Ol heißt wieder doppelt aufgespanntes Joch. Das ist zuerst einmal im Raum zur Angabe der Richtung der Verben, Bewegung gegen hin, nach, zu, nach. Diese kompletten Komplex von Wörtern findest du auch unter der Radix All. An, auf, hin, hinzu, im Hinblick hin, hinauf auf die Richtung hin. Dann heißt es natürlich noch nichts und heißt Gott und noch einige Sachen. Das ist unser Mittelpunkt. Okay. Da haben wir übrigens einen 31 an Totalwert und einen äußeren Wert von 31. Mhm. Im Pyramidenwert gibt es 32, das ist Leb. Leb heißt wieder Herz und Herz ist wieder das Innere. Mhm. Das Innerste. Das heißt dann immer wieder, ich sage L, hin in, auf die Richtung zu dem, was du selbst bist. Alles kommt aus dir, das ist La. Du explodierst, wenn du dir was ausdenkst, wenn du dir was vorstellst, wenn du jetzt an Menschen denkst, dann beginnen die zu existieren in dir, eine Gedankenwelle, und sobald du an was anderes denkst, kommt es wieder zu dir zurück. Ja. Mhm. Das ist der Vorgang, den du beobachten kannst. Das gilt für jeden Gegenstand, für jedes existierende Ding, das du dir ausdenkst, das du dir vorstellst. Das ist ja deine Information. Das ist ja in dir drin. Mhm. Okay? Das ist einmal die erste Sache. Dann kommt es in Ruhe vor, überhin. Das ist jetzt machen wir unsere Gedankenwelle, was du dir vorstellst. Das heißt, ich habe dir so oft gesagt, wenn du dir jetzt denkst, was jetzt, du siehst ja nur das vor dir. Sobald du dir jetzt denkst, was jetzt hinter dir ist, dann musst du dir vorstellen, was hinter dir ist. Du kannst dir auch vorstellen, was über dir ist. Ja. Egal, was du dir vorstellst, wo du dir das hindenkst, räumlich wie zeitlich, es ist hier und jetzt. Und da wird es jetzt interessant, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, das hebräische Wort für fest werden und zu Form werden. Das heißt, zu Form werden auf Hebräisch. Ich klicke es jetzt nicht her. Zur Bezeichnung eines ZW-Egges. Das ist die Egge. Ja, genau. Sobald sein Bogen erscheint.
Eines Ziels der Ursache der Veranlassung, um Willen dessen. Es ist alles, weil du das jetzt denkst. Aber jetzt kommt der große Hammer, dass du eigentlich ich bist. Die Übersetzung, ich mache mal die Maschinenübersetzung, dass ich nicht so ach, das ist etwas ganz Privates, was du hast. Mhm. Ich mache mal aus den NRR, dann heißt es schon privater, vorher geht der Vater. Gewaff haben wir wieder. Gewaff ist das Innere, das Herz ist innen. Okay, würde zu all deiner natürlich ein bisschen weh durchschreien, weil da wesentlich mehr drin steckt. Zum Beispiel das Lumen, Licht. Das drin ist, das rote Licht. Mhm. Die Emotionen, Emotion, Summ. Zusammengeschmissen in einen Punkt, dieser Punkt ist COB. Bitte. Den heiligen Gral nennt man so Holy Cup im Englischen. Mhm. Das ist übrigens, kannst du sagen, Ali ist mein Gott. Wie denn? Das kommt von Video, von Schauen in eine Reihe, Tour. Mhm. Du schaust in eine Reihe von Spiegelungen, von Spiegelungen, von Spiegelungen. Und das ist alles, weil du das veranlasst zur Bezeichnung dieses Z wie Egges, dieses Z-Waff wiederum, wissen wir, heißt Befehl und Ordner. Tausendmal habe ich es erzählt. Ah. So. Das ist der Befehl, da liest du schon, wenn ich B ist, der zweite Buchstab, zweifeln. Das ist der Wellenberg und das Wellendal. Or heißt der Vektor und die R heißt geöffnete Generation, geöffnete Berechnung. Das ist eine RW-Ekte, eine RW-Ekte Berechnung. Eine RW-Ekte Generation. Einschließen. Alles schließt sich in dich ein und in dir gibst du das Formen, gibst du den Formen, aber da die Formen immer Gedankenwellen sind, ist der Geist ist eben. Mhm. Eben kann ich jetzt ex-ben lesen, weil eben im Lateinischen mal als Vorsilbe mehr ex heißt. Ja. Du kannst auch geb lesen. Mhm. Genau. Der Geist, der polar wird. Und jetzt haben wir wieder unsere schöne Sache, Augen, AGN hebraisiert, hast übrigens Becken. Becken. Immer wieder, die Augen sind zwei Becken, AGN, zwei polare Ecken. Das ist natürlich auch ein Wasserbecken, weil wir ja eigentlich immer wieder den Meer El Hayom zu tun haben. Der Buckel vom Schild, Shin Ilet, wichtig, der Buckel vom Schild, wir kommen gleich drauf. Lassen wir das einmal stehen, darum habe ich das nochmal her. Eine Erhöhung, es erhöht sich, dann kommt eine Erwiderung in einer Felge, wenn sich das dreht. Jetzt haben wir unser Gewölbe, unsere Kamera. Dieses Gewölbte geht aber nach unten ins Tiefe, in die Rückseite rein und diese Rückseite wird dann zu einer Vertiefung zum Wasserbehälter, das ist El Hayom. Ja. Verrückt, ne? Das, was du da in Worten siehst, sind auch Zahlen. So, und jetzt um Willen des Willens zum Engel in der Esse, inneres Sein. Einer generierten Sache und die Sache, wissen wir ja, Sache und Ding heißt ja Gesetz. Eigentlich Gesetz. Din G heißt schon Gesetz, auf Hebräisch das Gesetz des Geistes. Ja. Kann ich alles nachschlagen, in allen Wörterbüchern. Aber mir kommen ja noch das Kura. Und ich mache jetzt extra mal nur die drei Anfangsbuchstaben. Wir schauen mal, wie sich das aufbaut. Da ist zuerst einmal ein Grabschein. Grabschein. Es wird was geschieden. Ist ein Schiedsrichter, Ritter. Ja. Rich heißt der Geruch, der erweckt wird. Geruch, der Geist in vier Weltgegenden. Ich muss das nochmal machen. Erwaf Chat, für die, die es nicht wissen, das ist das Hebräische, das findest du überall. Das heißt, das erste Mal hauptsächlich auf Hebräisch Geist und das heißt Wind. Mhm. Dann ist es aber auch die vier Weltgegenden in jedem. Der ZW-Ischen-Raum. Z-Waffwism ist der Befehl. Zwei Fällen. Ischen heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Das ist dein Traum. Und dann wirst du verbrei im Spiegel verbreitet zu zeitlichen Erscheinungen. Mhm. Wer hören kann, der höre. Wer nicht hören kann, hat noch sehr, 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 sehr viel zu lernen. Das ist rot, der Geist im Kopf vereinigt in ein großes Kollektiv, das ist UP. Mhm. UP. Blau,
berechnet, aufgespannt in unendlich vielen Kollektionen von Denkmöglichkeiten, von Kollektion in Kollektion, von Kollektion in Kollektion. Genau. Das Ganze passiert übrigens in einem, der über allen Dingen steht. Dieses UB beziehungsweise drunter ist unsere 86, da will ich auch noch auf was hinweisen, das ist UB, Alhim, das ist die Übersetzung Gott das Meer, eigentlich ist der Zahlenwert 86, das ist UB oder aufgespanntes Wissen. Mhm. WB, UB. Absolute Weisheit oder aufgespanntes Wissen. Da kommen jetzt die ganzen Formen, das findest du überall. P ist U mal I, ist die Elektrizität. Diese Formen findest du in der Holo-Arithmetik. Da gibt es keine Zufälle. Ich kann immer wieder bloß sagen, konzentriere dich auf Holo-Feeling, es ist der Schlüssel in eine vollkommen neue Welt. Und wer übergibt dir diese Welt, dieses Wissen dieser Welt? Das ist einmal der Brüssel Ure in deinem Traum. Pyramidenwert 92. Sagt euch das was? Das ist 92. Das ist es. Ah. 92 brauchen wir nicht, 82. Da heißt es dann immer in der Heiligen Schrift der Juden, heißt es immer, Jahwe, Luther übersetzt, der Herr Zebaoth. Das ist erst einmal ein bedeckter Wagen, in dem sich alles befindet. Das ist das hebräische Wort für Schildkröte. Das lateinische Wort für Schildkröte, Name ist Testudo. Testudo. Zoologisch Koll. Onia. Da kann ich jetzt Ania lesen, aber das wird jetzt zu weit gehen. Was es darum geht, ist, dass du begreifst, dass dieser Zebaoth für das Herr, was Luther übersetzt, steht JHWH. Die Ohrenbarungen sind ja die Ohrenbarungen des JHWH. Und Zeb ist Testudo und Ott steht out. Das sind die Testudo-Zeichen. Das sind die Buchstaben. Mhm. Die Zeichen, die Auszeichnungen. Das sind die Ohrenbarungsschriften. Mhm. Das heißt jetzt, du bist ein Auserwählter, weil du das jetzt zu hören kriegst. Du kannst es nicht wegklicken und sagen, das ist eine Scheiße. Hast du ein Problem, weil du ewig bist. Du bist hundertprozentig ewig. Mhm. Aber wir fangen mal bei den Skura. Wir fangen erst an. Sku wird jetzt hier durch Graben, durch Stechen, durch Schneiden etwas bilden, etwas schnitzen, etwas meißeln. Mhm. Ott, wenn wir das Waff rausschmeißen, kriegen wir Ott. Ist ein eisernes, schneidendes Achelgerät, ein Spaten. SB steht übrigens raumzeitliches Wissen, ist das hebräische Wort für eine Schwelle, Schinnwelle. Und das heißt auch ein Wunder. Da steckt das Wort Unde, die Welle schon im Lateinischen, doppelt aufgespannte Unde. Die mhm. Wunderzeichen sind Gedankenwellen, die ich in dir auftauchen lasse. Wenn ich eine spiegelglatte Wasseroberfläche habe, eine Welle entsteht, indem ich mal, wo ich das aufreiße. Das, was du aber aufreißest, ist der Erdboden. RD wiederum heißt erwecktes Wissen. Mhm. Aber um Wissen zu erwecken, musst du Unterschiede schaffen in der Oberfläche und darum brauchst du geöffnete Existenzen, DN, und das ist Ur dann. Okay? Ja. Merkt ihr jetzt, wie es mhm. zusammenfällt? Ja, ja. Wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt können wir natürlich jede Kleinigkeit aus Stein gebildet. Kannst du dich erinnern an das Vorhergehende? Den Lapis, mhm. der sich zu Wilma anfängt, der Stein Marmora, das kommt vom Mare, das heißt eine gespiegelte Wasseroberfläche, ein spiegelnder Stein, SD1, raumzeitliche Erscheinung ein. Ich spreche nur Sachen an, die ich in allen Variationen über 20.000 Seiten der Forderungsschriften als Einzelteile, als Puzzlestücke hingestellt habe und ich weiß, dass jetzt die von mir, der Geist, der mit dem Ritter und mit dem Helene-Programm arbeitet, ich nenne jetzt einmal die zwei im Hintergrund. Es ist ja derselbe Geist, das bist du bloß mit einem anderen Programm, dass die mir vollkommen folgen. Tief eingeprägt. Jetzt kommen mit Holzschuhen begleiten. Das Holz ist natürlich ganz hoher, Holz ist ganz wichtig, das ist nämlich Etz. Das ist eine augenblickliche Geburt. Mhm. Das ist das hebräische Wort für Holz, auch Baum. Mhm. Bau eine Gestalt auf, wir brauchen aber zwei Gestalten. Das heißt aber auch einen Rat geben. Der Geist ist eben, das ist der Rat, den ich dir gebe. Immer, egal was du anschaust, es ist immer vollkommen, außer du entheiligst es, weil du ein einseitiges Ziel anstrebst.
Gut. Schneiden, Bildhauer. Jetzt kommt ganz interessant das Cura. Der Lebemann, der Stutze, das ist jetzt, kann man positiv, oder der Pflasterträder, der Tagedieb, der lustige Geselle, der lustige Bruder, der Spaßmacher, der Witzbold, der Bossenreißer, der Schmeißler und so weiter und so weiter. Ich setze da gern den Begriff LZ. Der Lichtgebärer, da hast du im Hebräischen ungefähr dasselbe, das ist einmal der Schwätzer. Ich sage immer wieder, wenn irgendjemand jetzt an den Udo Petscher denkt, dann denke ich mir jetzt eine Masse aus und in die Köpfe denke ich mir rein, die sagen, das ist ein Schwätzer. Es gibt aber auch viele, dass zum Beispiel die heiligen Menschen, die alle in einer Sekte sind, sagen, das ist ein Verächter der Lehre Gottes. Der hat ja keine Ahnung, was in der Bibel steht. Haben die eine Ahnung, weil sie geistlos einseitige Auslegungen von irgendwelchen Fanatikern nachquatschen, die Feindbilder predigen? Ich kann immer wieder bloß sagen, ich predige keine Feindbilder, ich bin der Joker. Und als Joker bin ich aber nur ein Staubkind. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Welche in unserem gemeinsam erwachten Bewusstsein seit Ewigkeiten die Arschlochkarte hat. Weil ich mir den Mund fusselig rede, um dir zu erklären, wer du bist. Und dazu muss ich mich so klein machen, dass ich mich zu einer Figur in deinem Traum mache. Du bist ein träumender Geist, du bist nicht der, der jetzt vom Computer sitzt. Ich, UB, das ist Gott. Das innerste Wissen in dir, ich erkläre dir dein innerstes Wissen. Glaube als Joker zurzeit meine eigenen Seelenteile. Ich glaube die zusammen. Ist dir schon mal, dass man auch was aufglauben kann? Einsammeln? Ja. Meine Seelenteile, das heißt meine bewusst selbst verstreuten Früchte vom Baum meines eigenen ewigen Lebens in mir selbst zusammen. Das ist das, ich suche meine Schäfchen zusammen, heißt es ganz einfach. Und du bist eins dieser Schäfchen, nämlich das 99. Nur der, der mich jetzt sprechen hört. Gut? Ja. So, und jetzt kommen wir dann irgendwann einmal, wenn wir weiter runtergehen, wir sind übrigens immer noch bei dem Wort Skura. Skura. Obscura. Und schau, was jetzt passiert, wenn wir jetzt noch weiter runtergehen. Das ist Sur, Skur. Und jetzt kommen wir hier zu was ganz Interessantem. Immer, du musst, das baut auf. Wenn dieses Q zu einer Reihe wird, TR, Hebräisch, dann wird es zu einer intellektuell aufgespannten Raumzeit, IOS. Und das heißt, zum Schilde gehöre ich zum Schild. Schild wiederum, Ilel heißt ja sehr auf Hebräisch Kind und Gebären. Dann hast du ein logisches Kind, Shin Ilel. Dieses Schild, das hebräische Wort für Schild, da gibt es zwei hebräische Wörter. Das eine davon ist Magen. Wie war das nochmal hier mit dem innersten Herz, mit dem Leb? Das ist der Beschützer, der Verteidiger von allen. Und der Magen David, schützt die Wache. Das ist der Davidstern. Ja. Magen schützt, der Schütz, der Verteidiger, und der Magen David, D-Waff-D, ist der Shin-Ilet David, der Logos des Gotteskindes Davids. Video, da steckt das Wort Video schon mit drin, wenn man das umfängt. Ist der Davidstern. Das ist übrigens, wenn man jetzt dieses Schild, das Wort Schild hebraisieren, Schild ist das Skelettgerippe der Rohbau. Das ist das hier. Das ist das, was ich dir hier zeige. Das ist das absolute Rohbau, das Skelettgerippe deiner Matrixwelt, die so unendlich gigantisch ist, wenn du jetzt in deinem Traum diese Welt bereist, diese Erdkugel. Das ist das Symbol. Das ist die wirkliche Grundlage. Es straft alle religiösen Menschen, und dazu gehören auch die Naturwissenschaftler, die haben auch ihren Glauben, Lügen, weil sie geistlos nachäffen. Und das, wenn wir uns jetzt hier im Detail, will ich jetzt da gar nicht so reingehen, aber ich mache ein paar kleine Ansätze. Da habe ich jetzt was hergesucht. Also das habe ich nur das Wort Camera Obscura extrem oberflächlich erklärt. Ich sage, ich mache aus jedem Wort 1000 Seiten, wenn du willst. 400 Seiten, sage ich immer. Das Erste, was wir uns jetzt einmal anschauen, ist ein Tetraeder. Das erste Geheimnis vom Tetraeder, wenn wir jetzt runterfahren. Das ist nur der Tetraeder-Eintrag. Da sind jetzt etliche Sachen mit Perspektiven. Dann sind Berechnungsformeln. Und da kannst du jetzt, wie man das alles berechnen kann,
Jetzt hast du mal den klassischen Tetraeder. Das sind jetzt hier zwei Werte, sind ganz interessant. Das ist der Wert hier, der Kantenabstand. Mhm. Die Wurzel 2, die merkst du jetzt einmal. 0,707 ist Sinus 45 Grad. 1 durch 0,707 ist der Sinus 45 Grad. Mhm. Die 45 brauchen wir, weil das für den zweiten Tetraeder die Drehung macht. Okay. Die 60 Grad Innenwinkel habe ich angesprochen, wie ich bei dir war, Ritter. Ja. Das sind die hier, wenn wir in die Raumecke reinschauen. 3 mal 60 Grad ist 180. Und was jetzt hier wichtig ist, das ist die kleine Stelle. Das ist der sogenannte Innentetraeder. Jetzt musst du ein bisschen auf Fantasie haben vom Schauen. Da steht jetzt ein Tetraeder und wir sagen jetzt einmal, der ist auf einer Bodenplatte und wir schauen von der Seitenplatte hier, das an und für sich die Bodenplatte ist, auf diese Spitze. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Wir machen jetzt an jeder dieser vier Seiten, machen wir in das Zentrum der vier Seiten einen Punkt. Ja. Mhm. Das ist der Punkt von der vorderen Seite, von der Seite hier, vor der Sammlung. Ist das der Mittelpunkt? Das ist der Punkt von der dahinter gegenüberliegenden Seite. Das ist der Mittelpunkt von der Seite und das ist der Mittelpunkt von der Bodenplatte. Genau. Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass der zweite Tetraederspiegel genau in gegengesetzter Richtung sind. Okay? Mhm. Jetzt pass auf, interessant ist, dass du ja räumlich denkst, aber es gibt keinen dreidimensionalen Raum da außen in einen Traum. Es gibt nur die Illusion eines dreidimensionalen Raums. Das ist das erste Problem in der Physik, dass die Dimensionen falsch sind, man sich die falsch vorstellt. Dazu springe ich jetzt nochmal ganz kurz hier rein in das Lichtfarbenspiel. Das ist eine sehr komplexe Sache. Es gibt ja zwei Farbenspiele. Beim einen Farbenspiel gehe ich auf die Farben ein. Und das ist natürlich hier jetzt schon sehr vielfältig, wenn ich das immer die Schreibweise, wenn man das Prinzip verstanden hat, liest man schon in einem gewissen Maß Metaebenen. Mein lieber kleiner Geistesfunk, das bist du. Blau gelesen ist jetzt immer was Ausgedachtes. Diese ausgedachten Sätze sind Sinusöffnungen, Wort für Wort, jetzt deine eigenen Gedankenwellen. Das heißt, wenn du die Worte anschaust, sind das die Gedankenwellen. Die stehen jetzt alle gleichzeitig da, wenn du die jetzt aussprichst, was ich jetzt mache. Sprichst du die in deinen Kopf mit deiner Gedankenstimme, wenn man das liest? Der Mechanismus. Mech, M-Chat heißt Gehirn. Ani, schöpferische, existierender Intellekt. Ani ist das blaue Ich. Erzeugt immer raumzeitlich ein raumzeitliches Muss. Dein Ich, das ist dein Programm, das ist der Mensch, formt aus jedem Wort eine Idee. Idea. Die griechische Grundlage ist äußere Erscheinung, Form, Gestalt. Du wirst aus diesen Sätzen zwangsläufig nur das herauslesen, die Quintessenz erwacht jetzt durch Berechnung, die es aus sich herausliest. Mhm. Was du Gotteskind und Schöpfergeist mit deinem derzeitig limitierten Intellekt in diese Worte geistig selbst hineininterpretierst. Die ganze geistige Reichtum dieser göttlichen Worte wird sich in dir erst dann fehlerlos offenbaren und zeigen, wenn du jedem göttlichen Wortkomplex eine vollkommene Aufmerksamkeit schenkst. Das Lichtfarbenspiel deines Bewusstseins. In esoterischen Kreisen wird oft von einer 3D, einer unteren 4D, einer oberen 4D und einer 5D Ebene gesprochen, die ein suchender Mensch angeblich einmal in der Zukunft erreichen wird, diese 5D Ebene. Das ist schon die große Falle, du wirst in der Zukunft gar nichts erreichen. Wie der Uwe immer sagt, du bist nicht einmal in der Lage, in 2 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Genau. Alles, was du machst, machst du jetzt, es passiert jetzt. Du bist da niemals in der Vergangenheit irgendwie entstanden. Ich, OB, werde dir jetzt geistreich erklären, was das wirklich bedeutet, denn diese von dir Geist de facto jetzt ausgedachten esoterischen Kreise wissen es nämlich nicht wirklich. Die wissen nicht, was das eigentliche Licht im Zentrum ist. Was Gott ist, was die Energie ist. Schon aufgrund der Tatsache, dass diese de facto jetzt von dir ausgedachten esoterischen Kreise nur deine eigenen in dir selbst kreisenden Gedankenwellen sind. Wenn du an esoterische Kreise denkst, esoterisch heißt innerhalb, Karai ist wieder wie ein Spiegel, Se hebraisiert heißt Lamla, eine Lichtschöpfung von 2 Gestaltwerdungen. Blau gelesen. Wer hören kann, der höre. Das heißt, wenn du dir jetzt Menschen denkst, Esoteriker denkst, sind die hundertprozentig jetzt nur Gedanken von dir. Und ein Gedanke
Habe ich nicht am Anfang gesagt, versuch niemals einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb ist, weil du ihn jetzt denkst. Das gilt für jeden Mensch, der dir zu gegenüberzustehen scheint. Es ist deine Information. Der entsteht in dem Moment, wo du den anschaust auf deiner Verabrede und der verschwindet wieder, wenn du an was anderes denkst oder den Blickwinkel veränderst. Mhm. Böser Fehlglaube einmal in der Zukunft. Dort wird nichts passieren. Wenn etwas passiert, 70-400, augenblickliche Erscheinung ist das hebräische Wort für Zeit. Und das kann immer nur jetzt sein, jeder Augenblick. Denk, wenn du den Film anschaust, zack, 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 zack. Das passiert auch in dir. Und es kommt aus einer tiefer liegenden Datei. Licht ist eine Transversalwelle, keine Longitudinalwelle. Dann passiert es de facto immer nur hier und jetzt in dir selbst, in deinem Indivisionsbewusstsein. All ist dieser Punkt in der Mitte Bewusstsein, das ist das Zentrum. Genau. Die Öffnung deines Intellekts, hebräisiert heißt genug, eine genügende Menge. Ach. Moment. Wo war man? Die Division ist reichlich, sonst ufere ich wieder so weit auf. Gib einfach DI ein, dann wirst du das feststellen. In deinem Indivisionalbewusstsein ist ein lebendiger Geist das Zentrum davon. Leben hast auseinandergeschmissene polare Existenz, ist eine genügende Menge und das ist deine Gehirnberechnung, die du im Moment hast, die sich aber ständig verändert, von Berechnung zu Berechnung, von Augenblick, von Beckenblick zu Beckenblick, Augenblick zu Augenblick. Und der besteht aus verschiedenen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsebenen, die aber nichts mit irgendeiner Dimensionsebene zu tun haben, die immer gleichzeitig da sind. Weil in der absoluten Datei ist alles gleichzeitig. Das Bücherregal, das Internet, nennen es, wie du es willst. Beziehungsweise die Bibliothek. Das sind alle Bücher, alle Seiten, alle Worte, alles gleichzeitig. Geistreich gelesen sieht das so aus. Die immer GL habe ich jetzt grün gemacht. Wieso grün? Weil das hebräische Wort grün, Irak, heißt auch etwas ausspucken. Genau. Ich, das würde ich jetzt normal mit AI machen, ein Nicht-Existieren, ein Nicht-Ich. Dann dein blaues Ich ist das Programm, das ist unsere vier Ichs. Und zeitig da sind, zeitig ist das, was in dir aufblüht. Ältere Schrift, da mache ich jetzt immer nur Sinuswelle mit rein, das ist immer noch verfeinert worden. So wie Meerwasser, El Hayom, und dessen große Wellen und deren Oberwellen, und das erzeugt dann die Gischt. Gischt heißt Gestaltwerdung, Aufblühen des Gehirns in Desen. Ich UB, ich Geist, eigentlich müsste es UB, ich Mensch, ich Person, mein Diaprojektor-Beispiel. Mhm. Da kommen wir dann gleich zur Kamera Obscura. Das ist ganz wichtig, diese vier Ichs, dass du das Prinzip verstehst. Es gibt in deinem Indivisionalbewusstsein grundsätzlich zwei verschiedene Darstellungsformen der von dir wahrgenommenen Informationen. Zwei, du kannst etwas, eine gedankliche Information, deine persönliche Gedankenwelt, sie besteht aus in dir feinstofflich gedanklich erscheinenden Wahrnehmungen. Ich sage, das beginnt bis hin zu die Gefühle, dass du einen Hauch von Hunger hast oder Melancholie. Das ist schon eine Information, sobald du das wahrnehmen kannst, bis hin, dass du also sprachlich denkst oder dir Bilder vorstellst, gedanklich. Und eine in dir real erscheinende, angeblich äußere Welt. Sie besteht aus in dir real erscheinenden, feststofflichen Wahrnehmungen. Ich nenne das real, ist einfach sinnlich wahrgenommenen Informationen. Das heißt, aus den Informationen, die in deinen Augen, Gesichtsfeld sichtbar in Erscheinung treten und alle sonstige sinnlich wahrgenommenen Empfindungen und Gefühle, wo du in die höchste Stufe der Vergessenheit gehst. So, und jetzt kommen wir deine 3D-Bewusstseinsebene. Was hier wichtig ist, wenn du zum Beispiel vor einem Fernseher stehst, dann siehst du ein 3D-Bild. Da wird jetzt jeder normale Mensch Vedo schreien. Die flackernden Schattenbilder auf einer Leinwand im Kino oder im Fernsehbildschirm am Monitor sind 3D. Wieso sind die 3D? Nicht räumlich 3D. Denn es handelt sich dabei mit wachem Bewusstsein gesehen um ständig wechselnde 2D-Bilder. Zack, zack, zack. Aber diese dritte Dimension ist Ed. Das sind die augenblicklichen Erscheinungen, die Beckenblicke, die du abrastest in dir. Und das ist die Zeit. Das heißt, sobald du ein statisches Bild anschaust, ist es 2D, aber sobald die ganz schnell wechseln mit Lichtgeschwindigkeit, was in Wirklichkeit bewegt sich in deinem Geist alles mit Lichtgeschwindigkeit,
Das, was hier mit der Physik kommt, mit der newtonschen Physik, dass plötzlich eine Bewegung durch Raum und Zeit entsteht, die aber immer hier und jetzt in deinem Kopf ist, egal wo du dir was hindenkst, das ist eine große Falle. Weil die Sackgasse, in die man sich hineindenkt, die aber natürlich auch ihren Sinn hat, darum kannst du so realistische Träume um dich herum verstreuen. Es ist immer im ewigen Hier und Jetzt eine laufende Veränderung in dir selbst. 200 Gramm rote Knete formt sich um. Und selbst um sich das vorzustellen, muss ich mir schon wieder was Dreidimensionales denken. Darum habe ich gesagt, das, was ich dir erkläre, was du selbst bist, lässt sich nicht darstellen. Das kann nur gewusst werden. Weil egal, was du denkst, wenn du an dich denkst oder an was anderes denkst, hast du eine vergängliche Information, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Okay? Das sind Kleinigkeiten, ich spreche es nur an. Da ist jede Kleinigkeit arithmetisch. Ich benutze das ganze bestehende Wissen, ich verknüpfe es nur geistreich. Da siehst du jetzt eine Hälfte die andere, wo dann die dritte Dimension entsteht. Zum Beispiel, was jetzt hier ganz wichtig sind, zwei Entfaltungsebenen. Das ist jetzt hier die Fourier-Transformation. Es ist reine Arithmetik. Da kann ich übrigens ganz, weil ich das Bild gerade vor mir habe, wenn ich sage, wenn du eine alte Analogplatte hast und du hörst ein Orchester mit einem hochwertigen Plattenspieler. Und ich sage jetzt einmal, das sind die ganzen Instrumente, verschiedene Frequenzen. Ich sage das einmal ganz grob, der langgezogene Ton wäre jetzt zum Beispiel hier ein Cello, dann haben wir hier eine Piccolo-Flöte, dann haben wir hier eine Geige. Das sind viele verschiedene Frequenzen, verschiedene Instrumente, symbolisch gesehen. Auf der Platte ist nur die Summenkurve drauf. Da sind die Instrumente gar nicht drauf, da ist bloß das drauf. Das heißt, wenn du das jetzt anschaust, fällt eigentlich diese langgezogene Cellowelle da oben vollkommen. Mhm. Und du hörst es trotzdem. Ja. Das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Kann man noch tiefer erklären, das müsste man selber denken. Da ist natürlich der normale Mensch dann total überfordert. Es sind alles Auszüge aus normalen Schriften in deiner Welt. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, dass das in irgendeiner Form sinnlos wäre oder keinen Sinn hat, macht. Das ist übrigens der klassische Farbkreis. Den kann man dann spiegeln. Das heißt, die 1, du merkst es, das fällt dann wieder in den Punkt. Das Rote eigentlich, die 3, wenn wir den Einheitskreis machen, in einen Farbkreis reinstellen. Grün beginnt es aufzublühen, dann fällst du in den blauen Bereich runter, dann kriegst du den Purpurbereich, lila. Lila heißt ja auch Nacht, die Existenz in der 8, in der weiblichen 1 und du fällst dann praktisch in die 1 wieder rein. Es sind die Physikbegriffe, ist alles richtig, was drin ist. Mhm. Was das Problem ist, ist diese Kleinigkeit hier, die ich hier beschreibe in Pythagoras. Das Geheimnis der Wurzel, dass eine Wurzel zwei Ergebnisse hat und es wird immer eine weglassen. Udo sagt immer, ich stehe auf der Spitze des Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Genau. Ich sehe jetzt Schrift, die Weiße, das Weiße im Hintergrund hat keine praktische Bedeutung. Wenn das Weiße im Hintergrund nicht wäre, würdest du die Schrift nicht sehen. Weil du einen Kontrast brauchst. Mhm. Wenn ich jetzt normal eine nur, das funktioniert hier nicht, wenn ich jetzt nur eine schwarze Buchseite vor mir hätte mit schwarzen Zeichen und der Hintergrund wäre auch schwarz, dann fällt es weg. Aber das Schwarz, das ich mir denke, das ich mir jetzt denke, braucht auch einen Hintergrund. Das ist dann wieder das Weiß. Und jetzt kommen wir dann nämlich zu unseren zwei Seiten. Das, wo ich oft durchgespielt habe hier, dass ich immer sage, wenn du dir einen Punkt deckst, brauchst du einen Hintergrund drumherum. Wenn wir den Punkt unendlich klein machen, wird der Hintergrund unendlich groß. Mhm. Okay. Ich sage, wenn du dir einen Körper denkst, eine Kugel vor dich hinstellst im Raum, einfach mal gedanklich 5 Meter vor dich eine Kugel hindenkst, ausdenkst, dann ist die ja eingebettet in einen Raum drumherum. Und jetzt, wenn du diese Kugel immer kleiner machst, so wie den Punkt, flächig betrachtet, dass er nichts ist, wird der Raum darum gedachterweise gespiegelt größer. Ja. Das hast du jetzt genau vor dir. Das Blaue ist die Welt, die du dir ausdenkst. Diese blaue Welt, die du dir ausdenkst, du schaust immer in eine Ecke rein, die angeblich da außen ist. Okay, und die gegenüberliegende Ecke ist im Zentrum. Das ist die Bodenplatte. Ich mache das einmal folgendermaßen, pass mal auf, das sind all die Zeichnungen aus den Ohrenbohrungen. Das ist unser Kantenspiegel bzw. unser Eckspiegel. Da ist das erste große Problem. Ich sage mal intern, extern. Die Bilder sind bekannt, die können wir uns dann ganz kurz nochmal anschauen.
Dann haben wir hier diese Zeichnung. Das ist jetzt die Kugel. Wenn wir jetzt den Würfel nehmen, ist jetzt ganz, wenn ich hier mir eine Kugel denke und ich schneide hier wie in eine Apfelecke raus, dann habe ich hier eine Ecke. Das sind praktisch 8. Das sind 4 oben und 4 unten. Hüben 3 und drüben 3. Kannst du das vorstellen? Ja. Schau, und jetzt machen wir einen Würfel. Und wenn ich jetzt in den Würfel, wichtig ist, du denkst jetzt, du wärst in dem Raum, hier in der Mitte. Und du schaust in diese Raumecke rein, das habe ich so oft gesagt. Ja. Dann ist das hier, dieses Zentrum ist genau hier in der Ecke und das drumherum ist alles, was drumherum ist. Wenn wir da unten in dem Raum stehen, ist da oben alles spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend. Genau. Da denkst du dir aber ein hinter dir, das Gespiegelte hinter dir ist die andere Ecke. Wenn wir jetzt da ein Tetraeder reinlegen, die sich gegenüberstehen, siehst du das? Ja. Das hängt ja in einem Würfel drin. Das ist die rote Ecke, die ist jetzt getauscht, hat eine gegenüberliegende Ecke. Mhm. Das sind, der Stand der Dreieder sind 2 Diagonale, habe ich immer eine Spitze, wo ich auf eine Fläche schaue und die gegenüberliegende Spitze schaut auch auf eine Fläche. Mhm. Der Witz, du denkst schon wieder dreidimensional, in Wirklichkeit gibt es das da außen überhaupt nicht. Es spitzt sich alles in dir selbst ab. Das heißt, die Spiegelung, was du dir ausdenkst, was du vor dich hinstellst, ist ja in dir drin. Ja. Ich hoffe, du kannst ungefähr folgen. Das ist hier in diesen, diese Spitze, die 2, die gegenüberliegen, da haben wir keine Räumlichkeit, jetzt denkst du dir, wir schieben das zusammen, wir machen das flach. Mhm. Ich nehme mal lieber dieses Bild. Wenn wir das jetzt zusammenschieben und den machen wir, den roten machen wir zu dem Punkt in der Mitte. Den machen wir unendlich klein und den großen blauen machen wir unendlich groß. Mhm. Dann hast du genau das. Der, wo jetzt die Spitze nach hinten geht, wenn wir die Sachen nach hinten klappen, der wird unendlich groß. Und der, wo die Spitze nach vorne geht, wenn wir die nach hinten klappen, seht ihr, das ist nämlich der Unterschied. Den, wenn wir nach hinten klappen, haben wir dieses innere Dreieck, bleibt als Bodenfläche übrig. Ja. Mhm. Wenn wir die jetzt aber nach vorne klappen, von der Mitte raus, ja, ist es genau gespiegelt, also auch nach, Entschuldigung, nach hinten klappen, auch nach hinten klappen, ist da die Spitze. Ja, genau. Und jetzt denkst du dir, das ist flach. Und das Blaue ist unendlich groß und das rote Dreieck ist in der Mitte. Das ist das, was ich hier als erstes einmal so, die 3 blauen und die 3 roten mit den Boden, das ist die Mitte, ist eigentlich ein Punkt. Mhm. Dann kriegst du genau dieses Überstülpen. Gehen wir jetzt mal weg. Da steckt noch viel, viel mehr drin. Das ist hier die Mittelpunkte der gleichseitigen Dreiecke, die dann zusammenfallen. Da ist es nochmal. Mhm. Schau, da kannst jetzt, das wird jetzt zu weit führen, weil das wirklich ein sehr komplexes. Da ist das alles, was in Holofeeling ist, in der Sprache schon drin, wenn ich dir das erzähle. Das ist das Geheimnisvoll. Es ist in der Sprache selbst, ist es vorhanden. Das heißt, in den Wort steckt es schon drin. Das ist, wenn ich hier die Zahlenwerte mache, hier die Bibelverse, wo ich dir die Bilder zeige, das sind arithmetische Strukturen. Es sei aber euer Logos, rot geschrieben, Logos. Ja, ja, nein, nein. Das ist der Einheitskreis. Mhm. Plus, plus, minus, plus, minus, dann das Plus ein, nein, Existenz ein, ist das Minus und Existenz wieder minus ein, ist wieder aus, ist dann das Plus, weil das der Einheitskreis im Minus Plus dann wieder nach oben in das Rote reingeht, in das Rote Ja. Mhm. Können wir jetzt alles zeichnerisch stellen, das sind die 4 Quadranten. Und jetzt machen wir, weil wir da gerade jetzt dieses ganze Spiel haben, das ich ja hier in dieser Schrift, man kann die vorhergehenden Selbstgespräche anschauen, wo ich hier permanent erst einmal, das sind alles Bibelverse in einem gewissen Maß, wo wir diese Strukturen aufbauen, wie die ineinander geflochten sind. Das Ganze beschreibe ich schon in der Holoarithmetik 1, in der eigentlichen Holoarithmetik auf der Seite 88, da springen wir jetzt ganz kurz einmal rein. Da beginnt es hier mit 7 Tage. Mhm. Man könnte das dann auch machen, wenn du hier Kugeln aneinander legst, Billardkugeln aneinander legst, 6 Stück, dann wirst du feststellen, dass in der Mitte genau exakt eine in die Mitte reinpasst. Das ist die 7. Mhm.
Das entspricht jetzt praktisch unserem normalen Tetraederstumpf. Wenn ich jetzt da wieder rüberschalten tue, dann müsste ich jetzt nochmal, warte mal. Das entspricht praktisch dem. Das sind die 6, 3 üben, 3 drüben und eine in der Mitte. Das sind jetzt genau oben 3, unten 3 und eine in der Mitte. Ist nur eine andere Darstellung. Ja. So, und jetzt pass auf, ich gehe hier mit anderen Zahlen, da schreibe ich jetzt den Davidstand. Da haben wir jetzt wieder den Morgen David, da steht Davids. Das kann man jetzt einmal anschauen. Und jetzt machen wir hier mal so dieses kleine klassische Spiel in der Selektion. Und du wirst jetzt feststellen, das sind unsere Ds. Ich kann ja D1, und D2 besteht aus 2, D3, D4. Das sind also hier immer die untere Bodenreihe. Und der D4 besteht aus 10 Einheiten. D7 sind 28 Einheiten. Das heißt, 7 Grunddinger sind 28 Einheiten. Ich mache dann das D28 und so weiter und so weiter. Das Prinzip muss man arithmetisch verstanden haben. Das ist jetzt wieder unser Schöpfungssatz. Das Spiel habe ich ja hier vorne mit 37 Einheiten. Ich habe die, kann man ja verschiedene Größen machen. Okay, das sind 28 Einheiten. Ich mache ja normalerweise ist die 28. Was ist es, die 28? Das ist es, die 28. Das heißt, das ist die 28, das ist der erste, die 28 Zeichen des ersten Verses in der Tora. Bereshit. Inmitten. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, was eigentlich hast, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Da haben wir die 181 in der Mitte, da gehe ich drauf ein. Hier jetzt sieht es so aus, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein 2D7 übereinander schieben, kriegen wir 37 Einheiten, wenn wir zwei Stück übereinander schieben, hat 6er jeder. So, und schauen wir, was jetzt passiert. 37, 73. 37 mal 73 ist 2701. Das ist. Echad, das hebräische Wort für 1, die männliche 1. Jahwe Echad, Gott ist eine. Schma Israel, Jahwe Echad, Gott ist nur ein Allereinziger. Das im Quadrat erheben gibt 81. 81 ist plus 9 minus 9. Und 1 durch 81 ist. Korrekt geschrieben, 0,01234567891010, die Reihe der unendlichen Zahlen. In dem Spiegel. Ein Spiegel mit vielen Spiegelungen. Und jetzt machen wir da mal die 73. 2737 mal 73. Übrigens, der Wert ohne Erde ist 1998, ist 3 mal 666. Auf die 666, dieses 73 hat 2701 Einheiten. Nämlich 703 in der Mitte, 666, 666, 666. Das führt uns dann zu dem Eckstein, der verloren gegangen ist. Wie war das nochmal mit dem Stein, der hier plötzlich gebogen wird? Ist die eine in der Mitte, wenn du aufgepasst hast, ein bisschen vorspulen? Das ist die Holoarithmetik. Da haben wir jetzt 2701 und zwar 37 mal 73 bildet diese kleinen Bündchen als Sterntetraeder abgebildet. Stern in einen Stern. Alles, das, alles, die Zahlenstruktur ist natürlich rein zufällig vor ein paar tausend Jahren von irgendwelchen Wüstennomaden geschrieben worden. 37 ist der einzige Sohn in der Einheit, ist die Weisheit und das Leben. Das ist die Holoarithmetik. Alles kostenlos zugänglich. Das können wir jetzt, glaube ich, einmal sein lassen. Da wird es jetzt interessant, das Pythagoras-Dreieck, da habe ich gerade ganz kurz eingesetzt. Geistlose Mathematiker behaupten wieder bessere Wissens, weil sie so programmiert wurden, 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2. Es ist irgendwie logisch. Pass auf, 1 Quadrat, 1 mal 1 ist ja 1. Genau. Plus 1 mal 1 ist 1, also ist ja 1 Quadrat plus 1 Quadrat 2. Die ändern aber hier die Ebene.
Im Pythagoras ist es, wenn du auf Quadratebene bleibst, dann musst du auf Quadratebene bleiben. Und dann ist hier a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Das verschleiert den geistigen Kern. Und damit auch das wirkliche c Quadrat, was ja in der Physik das Licht normalerweise ist, in einer gekürzten Form, eigentlich c hoch 4. Von all, das ist unser Gott, der nichts ist, und Lem heißt auseinandergeschmissene Gestaltwerdung. 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist nämlich nicht 2, weil 2 bekanntlich keine Quadratzahl ist, sondern eine Primzahl. Und somit kann der Ausdruck c Quadrat in a Quadrat plus d Quadrat gar nicht 2 sein, sondern a Quadrat plus b Quadrat ist 2 mal 1 Quadrat. Mhm. Und das ergibt nach Adam Ries, Adam der Rode, berechnet, aufgespannt, siehst du, das sind die vier kleinen Winkel, sollen diese vier Spiegel darstellen. Mhm. Eine berechnete Erdfläche von 1,414. Penny heißt übrigens Oberfläche und H. Adama ist die Erdoberfläche. Das ist der Adam im Zentrum, die 45 in, als zusammengezählt ist die 9, der Spiegel in der Mitte und zwei Wahrnehmungen hüben und zwei Wahrnehmungen drüben. Ausgedacht. Dieser Adam ist der erste, der ja männlich und weiblich ist. Und dadurch wird er violett in der Mitte und dann haben wir hüben 4 und drüben 4. Fragen? Ganz nebenbei, der Wert 141, den spricht geistreich gesehen ein Sinus von 45 Grad. Das ist nämlich genau die Drehung, die du hier hast. Wenn wir da wieder reingehen, wir müssen hier die Wölfe, die Darstellung stimmt, wenn wir es so darstellen, in der Flächigkeit, in Wirklichkeit ist der Würfel aber, sind zwei gegenüberliegende Ecken. Und pass auf, jetzt denk dir mal, das wäre ein Raum. Passiert was Eigenartiges, wir teilen das in zwei Dreier. Wir haben nämlich die obere Ecke, wo ich jetzt da anzeige, hat zwei Wände, W, A, N, D heißt hin und her schwingen. Ich werde hin und her schwingen. Und eine D-Ecke, eine geöffnete Ecke, das ist die Decke. Gegenüberliegend, diagonal, die auseinander, Diagone heißt eine auseinandergeschmissene Ecke, die gegenüberliegende Ecke, sind die anderen zwei Wände und der Boden. Genau. Das heißt, in ihm ist ein Urteil. Bo heißt in ihm und Boden, die geöffnete Existenz, heißt in ihm ist diese geöffnete Existenz. Merkt ihr das schon, die Worte Wand, Wand, und Decke und Wand, Wand, gespiegelt Boden, hebraisiert eigentlich das schon erklären. Ja. Wenn man die Vordersprache versteht. Genau. Wunder über Wunder. Das sind Wunder, das sind göttliche Wunder. Du wirst niemals in deinem Leben Wunder erleben, solange du logisch bleibst. Mhm. Weil in deiner Definition ist ja ein Wunder definitiv etwas, was laut physikalisch gar nicht existieren kann. Mhm. Und es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, weil ich mache dich zum Richter über alles und jeden, den du dir ausdenkst. Du bist nicht nur der Richter, sondern auch der Schöpfer von allem. Ja. Mhm. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Kann man sofort überprüfen. Das, was du denkst, das schaffst du jetzt in deinem Kopf, egal was du denkst. Du schaust jetzt Schrift an, irgendwas an und dann denkst du es und dann erschaffst du das. Mhm. So. Jetzt machen wir mal hier, wo das Geheimnis ist, beim Sinus 45 Grad. Da müssen wir jetzt wirklich wissen, was Einheitskreis, wie Sinus entstehen, rein arithmetisch betrachtet. Ich rede nicht von Mathematik. Mathematik ist ein gelerntes, Mathe ist das gelernte Wissen von Mathikos, von Dummkopfen, von Nacheffern. Mhm. Es stimmt ja auch irgendwie, wenn ich sage 1 plus 1, 1 Quadrat, 1 mal 1 plus 1 mal 1 ist 2. Aber im Gesamtkontext stimmt es nicht mehr. Weil ich hier zwei verschiedene Ebenen verwechsel. Ja. Es ist übrigens interessant, wenn ihr jetzt das kleine Bild anschaut, ich habe das auch in den Ohrenbohrungen, wenn wir uns hier einen quantitativen Wert, meinetwegen die 3, wir können auch die 1 nehmen, als eine Strecke, SDR-Ecke denken, brauchen wir eine zweite, 1 plus 1, dann gibt es ja 2. Mhm. Wenn ich das addiere. Das heißt, diese Strecke und diese Strecke, wenn ich jetzt das stecke, addiere, gibt es 2. Das Malzeichen heißt definitiv, dass das im 90-Grad-Winkel aufeinander gestellt wird. Mhm. Was man jetzt macht, wenn ich 3 und 3 nehme, 3 plus 3 ist 6. 3 mal 3 ist 9, dass man jetzt
weil man es so gelernt hat, zwangsläufig das auffüllt. Ja. Aber wenn ich jetzt das mir auffülle, die Diagonale mache, kriege ich eigentlich bloß in dem Quadrat zwei Seiten. Richtig. Das ist plus minus, weil sobald ich nämlich eine Quadratzahl habe, habe ich einen positiven und einen negativen Wert. Genau. Mhm. Das ist dann, das führt uns zu den Intern und den Extern. Mhm. Das ist jetzt das, wenn ich von oben drauf schaue. Das ist unsere Sache mit dem Spiegel, den Kantenspiegel, wohlgemerkt. Mit der Ecke funktioniert das genauso. Dann habe ich hier, wenn ich zwei Spiegel nehme, das schauen wir uns dann gleich nochmal an, und ich lege einen Synthesespiegel, nenne ich das, den Kantenspiegel dran. Mhm. Diese kleine Video, dann habe ich intern und ich habe extern. Das heißt nämlich, würde ich jetzt hier ganz normal in den Spiegel reinschauen, sehe ich in den Spiegel diese Spiegelkante in dem Spiegel. Ich würde meinen, das ist da, obwohl es da außen gar nichts gibt. Nichts ist. So, und jetzt passt auf. Jetzt springe ich mal ganz kurz in das Video rein. Das ist ein Spiegelprisma. Und da ist jetzt der große Fehler, dass das ein normales Dreieck ist mit 60 Grad Winkel. Mhm. Müsste ich jetzt räumen, ich bin jetzt im Räumlichen, lassen wir das einmal weg. Außenwinkel, wenn wir die zusammenzählen, du schaust dir, das ist jetzt symmetrisch aufgebaut. Ich drücke mich ja mal so aus. Bin schon wieder ein paar Schritte weiter. Wenn wir das jetzt anschauen, da fährt er mit der Kamera drüber, haben wir eine Bodenplatte. Das ist ja ein Dreieck. Mhm. Und er schaut jetzt in den Spiegel rein. Schau, ja. Jetzt hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind unsere 6 Segmente, die wir außen drumherum haben. Und da baut jetzt der ganze Boden, wenn er jetzt da weiter reinfährt, hast du hier praktisch ein Mosaik um dich herum. Wie dreieckige Fliesen, wo in jeder Fliese so ein Würfel drin liegt. Das entspricht aber nicht der Wirklichkeit, weil wir schon wieder räumlich denken. Die Wirklichkeit ist ja so, dass diese eine Kante 90-Grad-Kante sein muss, weil geboren wird was in der 90, mhm, in der geistigen Welt. Mhm. Jetzt schauen wir, ob ich das hier finde. Das ist das Video, wo ich im Weißenbuch-Vortrag gezeigt habe. Ich baue jetzt das einmal selber auf, bloß, dass wir jetzt die Kante mit 90 Grad machen, und das sind zwei 45-Grad-Kanten. Wir haben praktisch hier 90 heißt der geboren werden. Ein Adam hat aber zwei Seiten, nämlich 2x45 Grad. Da habe ich jetzt diese Lämpchen reingestellt. Das kennt man normalerweise, müssten die exakt voneinander stehen. Dann haben wir hier in den Reihen ganz exakte gerade Reihen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Das habe ich immer aufgebaut in Almena. Hier und jetzt ausgedacht. Almena. Da habe ich das aufgebaut. Das ist übrigens hier das Tetragrammaton von Jahwe. J, JHW, JHWH, JHWH, die 72 Einheiten von dem Wort JHWH. Mhm. Wir fahren jetzt da mal rum. Ich mache jetzt die etwas auf. Normal. So, und jetzt siehst du, wir haben dasselbe hier. Wir haben dasselbe hier. Ich muss mal ganz kurz mal ein bisschen zurückgehen. Wenn wir jetzt in das Dreieck reinfahren, das sieht man hier schlecht, dann hast du ein Quadrat mit einer Diagonale. Mhm. Das ist das Dreieck. Wenn ich jetzt in die Seite hier reinfilme, der macht das gleich. Du hast jetzt hier den Spiegel, und wenn du jetzt hier reinschaust, siehst du zuerst einmal, wenn wir nicht tiefer in die Tiefe gehen, die gar nicht existiert, hast du hier genau diese Kante, wenn wir hier reinschauen, diese Ecke wird dann hier erscheinen. Pass genau auf. Mhm. Siehst du? Mhm, ich klicke mir ins Bild rein, muss noch mal ein bisschen zurück, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Da siehst du, ich fahre mal das ab, die Kante, die Kante, die geht jetzt natürlich hier nach außen, die Kante, diagonal. Das entspricht der Wirklichkeit, dass hier über Dreiecke der Raum umknickt. Und das ist ein imaginärer Raum. Genau. Jetzt pass auf. Und er zieht jetzt, öffnet das. Interessant ist, diesen Synthesespiegel öffnet er, und jetzt wirst du feststellen, wenn das gekippt wird, wenn du da rumschaust, ist da eine Halbkugel. Eine Halbkugel, die du intern hast, und die andere Hälfte dazu ist nur in den einen Spiegel. Ja.
umso mehr das kippt, wird es eine Kugel, die nur aus Dreiecken besteht, die, also aus Quadraten besteht, die über die Kante geknickt werden. Genau. Mhm. Wenn man das schön aufbaut, wenn man das größer macht, ist das extrem beeindruckend. Kugelkagel heißt wie eine, das siehst du jetzt? Er kippt diesen Synthesespiegel weg und es sind nur Quadrate, die über die Kanten nicken. Genau. Und es gibt diese Kugel. Die Illusion der Kugel. Der Witz ist, wenn man jetzt nach innen das reinklappt, dann gibt es eine Hohlkugel. Mhm. Genau. Genau. Atemberaubend. Wenn die genau 90, 45, 45 stehen, ist es eben. Wobei ich übrigens auch die Lampen, die jetzt relativ wirr sind, wenn die perfekt stehen, dann hast du komplett kerzengerade wie in einer Obstplantage. Hast du Linien in 45, die sich absolut geometrisch perfekt aufbauen. Ja, ja. Jetzt siehst du, wie diese Erde, das ist der Horizont, wenn du auf deine Erde schaust, mit deiner Erde gar nichts zu tun hat, das sind reine arithmetische Täuschungen in dir. Reine arithmetische Berechnungen von Blickwinkeln. Mhm. Achte auf das Wort Blickwinkel. Okay? Polares Licht im Eck. Wo kann man rein? So, und jetzt der Mittelpunkt. Ich wollte halt, wenn wir da gerade dabei sind, mache ich jetzt einmal das ist der Triplett-Spiegel, das ist die Ecke mit der gegenüberliegenden Ecke. Die muss jetzt um 45 Grad gedreht sein. Wir brauchen definitiv diese Drehung dieser zwei Spiegel. Der eine ist unendlich klein. Das ist der rote in der Mitte, den wir hier haben. Mhm. Der nach vorne schaut. Diese Spitze, das ist die ich mache den hier jetzt besser. Diese Spitze, die nach vorne schaut, wenn wir das nach hinten klappen, du kannst immer alles bloß in dich reinklappen. Dann ist dieser kleine Tetraeder, den machen wir immer kleiner und die klappen wir auch nach hinten, dann wird das zur Bodenplatte und das wird eine wird unendlich groß und das andere wird unendlich klein. Flächig betrachtet haben wir dann den Punkt und die unendliche Fläche drumherum, weil wir das uns ja jetzt dreidimensional vorstellen. Okay? Ja. So. Und jetzt pass auf, bei der Fläche ist es interessant. Die Fläche, geometrisch gesehen, schau, das ist eine Sphäre, die Fläche einer Kugeloberfläche. Und da ist das erste große Problem, dass man hier Quadrate zeichnet. Das ist ja schon von dem Größenmaßstab, kannst du es gar nicht geben. Die Fläche, wenn du hier das verschiebst, sphärisch, kann man das ist das sogenannte Orangenschalenphänomen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Die Physik weiß ja alles. Ich erzähle nichts Neues. Wichtig sind diese zwei Punkte. Das heißt nämlich, diese erste Reihe, die du dir denkst, sind nämlich Dreiecke. Mhm. Okay? Und die Spiegel gegenüber ist auch Dreieck. Mhm. Und jetzt hast du diesen Schieneneffekt, dass du meinst, zum einen, dass wenn du hier reinschaust, dass das jetzt, du schaust eigentlich immer von dieser Oberfläche in die Mitte rein, wenn du sagst, es ist wie Schienen, die dann in einem Punkt zusammenfallen in die Unendlichkeit. Du meinst aber, die sind getrennt. Es ist, in dir ist überhaupt nichts getrennt. Die 200 Gramm rote Knete bleibt 200 Gramm rote Knete, egal was du dir denkst. Mhm. Kannst ungefähr folgen. Du schaust praktisch von dem Punkt in den Punkt rein. Ja. Mhm. Da steckt eigentlich, wenn ich jetzt eine Seite nehme, steckt eigentlich, wenn wir jetzt da drei Stück raus, drei Ecken. Ich mache mal hier drei Ecken. Pass auf, denk dir mal die ganzen Dinger weg. Und wir machen jetzt ganz einfach hier aus der Mitte raus, dass wir uns das hier raus und gespiegelt auf der anderen Seite ist genau das hier, weil die gehen ja auseinander. Eigentlich. Die Roten gehen ja auseinander, das ist jetzt, kann man ganz schwer sich vorstellen. Ich habe gesagt, das wird schwer zum Vorstellen. Wenn du jetzt denkst, diese Linie, das wäre jetzt hier denkt man es ganz einfach mal eine Ecke. Da machen wir jetzt drei Ecken oben drauf. Mhm. Und zwar in der Art und Weise, die können wir ja zusammenklappen. Dann würden ja diese Parallelen werden immer weiter auseinanderlaufen. Mhm. Bis in die Unendlichkeit. Mhm. Aber interessant ist, wenn du jetzt die Gegenseite nimmst, das, was auseinanderläuft in der Unendlichkeit, fällt es eigentlich dann wieder in den Punkt zusammen. Das sind jetzt genau von unten dieselben. Wenn wir die nämlich auch nach hinten, nach innen klappen, fallen die dann blau werden, die du dir ausdenkst, ja wieder in einen Punkt zusammen wie die Eisenbahnschiene. Genau.
Je nachdem, von welcher Seite du jetzt schaust. Mhm. Und ich sage, es ist, ich komme jetzt in einen Bereich, den kannst du zahlentechnisch, kann man den ganz doll beschreiben. Das ist reine Arithmetik. Aber du kannst dir das Nichträumliche nicht mehr vorstellen. Das ist, du musst jetzt in den Bereich dieser 6, die absolute Verbindung. Schau, das ist, wir haben hier zum Beispiel auch gespiegelt. Darum habe ich das ja so gezeichnet. Das ist eigentlich die Zahlenstruktur dieses Verses. 9261, das sind die 4 Quadranten vom Einheitskreis. Den denken wir uns jetzt als Sphäre plus räumlich. Darum habe ich gesagt, ich mache eine flächige Darstellung. Und da hast du die 3 in der Mitte, das sind die 3 Roten. Mhm. Und da kann jetzt innerhalb dieses Spiels kann 6, siehst du, diese 6 Roten dazu. Das ist die Bodenplatte, die ja eigentlich ein Punkt ist. Genau. Und außen hast du jetzt hier 6 mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Das ist das Geheimnis der 6, 6, 6. Und da kann jetzt die 3, wieder 3 blau, müssen wir jetzt violett machen dazu. Das sind die Lücken, nenne ich das. Das hast du übrigens auseinandergerissen. Ich sage hier 6 blaue, 21 mal 6. Wenn man größer macht, das sind lauter kleine D6. Ja. Und 6 Seitenteile mit blauen Lücken, das sind die blauen Lücken dazwischen. Innen hast du dann 3. Das ist diese 1 plus 3 in dieser anderen Darstellung. Das heißt, der vierte 1 Sub. Sub heißt das nicht existierende Ende. In der absoluten Synthese dieses Kopf des Schöpfergottes ist der Mittelpunkt, besteht in dieser Zeichnung aus 3, 21 mal D6, Mittelteilen plus 6 Roten, 6 Roten. Schauen wir mal das jetzt wieder hebraisieren, dann hast S ist Bewusstsein, ist E-Quadrat und ich bin du und du bist ich. Und glaub ja nicht, dass das Zufall ist. Es ist vom Anfang der Schöpfung an so gewollt. Und noch unendlich mehr. Das ist zum Beispiel jetzt Auszüge aus der ersten Holo-Arithmetik. Primzahl kodiert müssen wir jetzt wissen. 666 heißt die virtuelle Realität. Das Licht täuscht euch alle. Das ausgedachte blaue Licht, die Sternscheibe von Nebra, wenn man weiß, was das ist. Hier die Weisheit. Wer Einsicht hat, überlege die Zahl des Tiers. Es ist eines Menschen Zahl. Und seine 666-Zahl, die rote ist das rote, 666 ist 18, das ist das rote Ich. Ist 666, das ist dein blaues Ich. Mhm. Im Original, meine Offenbarung 13, 18. Die Apokalypse, die Enthüllung. Wir wissen, die Zahl 13 ist Echad, die männliche 1. Es ist Liebe, das hebräische Wort für Liebe, und es ist das hebräische Wort für Heilung. Beschreibt sich GHH. Das heißt, G ist der dritte Buchstabe, die Synthese besteht aus 2H. Und die rote 18. Endet und seine Zahl ist 666. Jetzt lass dich einmal überraschen, es steht in der anderen Holo-Arithmetik. Im altgriechischen Original steht hier Kai O Arithmos, das ist die Zahl. Ist Auto Ü. Adui ist das Selbst. Ist 666. Der Wert von Kai heißt wie nichts. Kai, hebraisiert, heißt wie nichts. Hat den Zahlenwert 31. 31 ist alles Gott. Mhm. O hat den Zahlenwert 70, ist Kreisen, das ist der Augenblick. Das heißt, das Nichts fängt zum Kreisen an, in einem Augenblick. Und diese Zahlen, das ist jetzt hier das Selbst 666 und für 666 setze ich die Zahl. Und dies und seine Zahl 666 rot geschrieben, gibt den zusammengezählt 2368. Das wiederum, jetzt haben wir ihn wieder, den Jesus Christus. Das ja. ist griechisch der Zahlenwert 2368. Fragen? Dies ist die Holo-Arithmetik des JHWH. Kai bedeutet unspeziell verbindend erklärend, wenn wir jetzt das ins hebräische Wörterbuch eingehen. Das O, das Kreisen, ist ein Artikel und ein Kopulativ, der die das zusammen mit. Mit wem ist alles, was du dir ausdenkst, prinzipiell zuerst einmal zusammen mit dem, der sich's ausdenkt? Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir denkst. Es ist in dir verbunden, eine Einheit, ein Kontinuum, wenn du es nicht denkst, und Creatio ex nihilo, aus diesem Nichts, das du selbst bist, absolut, absolut rot geschrieben, entspringen Gedankenwellen. Arithmos, der Ari,
bedeutet Zahl, ich sage jetzt der Geburtsgeber, AHL steht ein Stück weiter vorne, hast du übrigens Z, eine primitive primitive ja, Hütte, das können wir jetzt auch wieder machen, ZL, die Geburt Gottes. Wo war man? Und jetzt mache ich hier dieses Auto N. Wir können Audi, da steht Audi. Will nicht so auf die Auto N. Mhm. Wenn wir rot und blau lesen. Das ist sein ja. Selbst und sein Selbst. 666 und 666. Ich und ich. Rot ist ich. Das ist der Geistesung, der mir jetzt tut. Blau ist ich, ist der Mensch, dein Menschenprogramm, aus dem du dann deine Körper generierst und deine ganzen Gedanken. Auto alleine. Autonomus. Nach eigenen Gesetzen lebend. Du bist der Richter über alles und jeden. Mhm. Und was soll das dir, Lehrer, dir, DR, Mieter und Wohnungsinhaber? Das ist der Mieter. Lesergeist jetzt sagen, du Geist, ich verwechselst dich mit dir selbst. Das heißt, du verwechselst dich mit deinem unbewussten dir, ischen, ischen heißt schlafen, generieren, ich, du 666, ich, 666 ist 18, 10, 8, 18, verwechselst dich mit einem 666-Ich. Das heißt, mit einem Enosch. Enosch, sterblich, unheilbar, krank. Der du Geist jetzt zu sein glaubst, wenn du an den Körper denkst, der vom Computer sitzt, und der wiederum verwechselt sich selbst mit der momentanen Person, die vom Computer sitzt. Das macht das blaue Ich so rum. Wir beide, BI heißt im Nichts, DE 470 heißt Wissen. Wir im Nichts und unser Wissen, unsere geöffneten Augenblicke. Du Geistesfunk als Leser, der diese Zahlen, und ich OB als Schreiber, der diese Zahlen spielen in deiner momentanen Traumwelt eine wichtige Rolle. Weil du denkst dir nämlich an Leser aus und an Schreiber aus, aber das ist beides dasselbe. Denk an den Anfang des Gespräches. Creator und Kreatur, Re. Achte auf die lateinischen Worte. Der Creator, der Schöpfer und die Kreatur, Re heißt wieder, die zurückkehrt. Im Spiegel, in den eigenen Spiegelungen. Wo befindet sich jetzt diese beiden Charakter? Ja. Wer denkt sich jetzt den Leser und den Schreiber aus? Ich, Rot. Kategorie 3 Frage. Du Individualgeist, natürlich, das NTR, die Natur, heißt aufblühen, aufspringen. Mhm. Und das war's. Ich glaube, das lassen wir soweit gut sein. Göttlich. Wenn wir jetzt noch viel weitergehen, es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist göttlich. Mhm. Fragen? Mhm. Sprache. Es muss dir klar sein, wenn jetzt exakt dieses Gespräch in deiner Bewusstseinsebene vor 20 Jahren aufgedacht, wer hättest du nur Bahnhof verstanden und du hättest es weggeklickt, weil das einfach ein Scheiß ist. Interessant ist, dass Menschen alles, was sie nicht verstehen, in die Niedrigkeiten ihrer eigenen Geistlosigkeit herunterziehen. Ja. Das ist das, was ist. Und alle, die rumschreien, was sie alles wissen, ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist das Einzige, wo ich dich darauf hinweise. Mhm. Und ich weise dich auch darauf hin, dass da nichts verkehrt gelaufen ist, dass ich nichts an niemanden vorwerfe, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke und wie ich ihn jetzt in die Kiste reindenke, die du selbst zu sein glaubst. Die Konsequenz aus dem allen ist ja, dass man am Ende die ganze Schuld auf sich nehmen muss. Und zwar das ist der große Spruch, wenn das Ich, der Leser, genau, zu dem JCH wird, dann sagst du, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe so viele Bücher von mir, wenn ich der JCH bin, die ich mir ja selbst ausdenke. Aber das vergesse ich, wenn ich jetzt bewusst vor einem Bücherregal stehe und mir bewusst dieses Bücherregal ausdenke und die Bücher ausdenke und ich sage, jedes Buch ist wieder wie eine Kiste, ein blaues Ich, wo ich mir was reindenke, Programme reindenke, die aber alle aus einem und demselben Geist entspringen, aus dem Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Und dass das eigentlich ein Gallen und das wieder zusammenfallen in dem Universum. Ich kann nicht oft genug sagen, Uni heißt das eine, Uni, rot geschrieben, verbunden sein der Gott. Und was und weiter, der heißt drehen. Und der Raum um dich herum ist ein Traum und das heißt Wolfere. Das heißt drehen und kreisen. Und der Kosmos ist die Ordnung.
Diese Ordnung erkläre ich dir mit den Offenbarungsschriften. Und ich erkläre das nur dem Geist, der träumt, weil das der Einzige ist, der diese Welt, die er sich selber ausdenkt, erlebt. Du wirst irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, in irgendeiner Form was wissen könnte oder was wahrnehmen kann. Es wird für dich so sein, wenn du glaubst, dass der das wahrnimmt. Und jetzt wiederhole ich aus dem letzten Selbstgespräch. Du denkst jetzt einen Stein aus. Hast du den Stein, das Bedürfnis, den Stein, der jetzt nur deine Information ist? Du kannst ihn auch auf die VR-Brille holen. Ich sage, jetzt schau dich um dich rum. Nimm einen Stein. Hast du den Bedürfnis, den Stein zu erklären, dass er bloß existiert, weil du ihn jetzt denkst? Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Du sitzt jetzt hundertprozentig sicher vor dem Computer oder du hast das Smartphone in der Hand. Dazu musst du dir natürlich deine beiden Hände und deinen Körper denken. Aber wir bleiben mal nur bei dem Computer vor dir oder bei dem kleinen Mechchef. Computer, das hebräische Wort Mechchef heißt auch Rechnungsführer. Du schaust den Computer an, der ganz bewusst jetzt eine Information von dir ist, jetzt sogar eine sinnlich wahrgenommene Information, wenn du das Handy oder den Computer anschaust, hast du das Bedürfnis, den Computer zu erklären, was er ist und wie er funktioniert. Es ist hochinteressant. Glaubst du, dass der Computer, wenn du mit dem sprichst, dass der selber das versteht? Und jetzt mache ich den Sprung, dass ich dir in deinen Computer ein Programm reinsetze, das nennt man Cleverbot. Du hast bei Google ja schon oder bei der Alexa die Spracheingabe, aber ich würde dir mal Google empfehlen, Spracheingabe installieren, dann machst du ein Cleverbot-Programm, also eine künstliche Intelligenz auf und dann wirst du feststellen, das hast du, wenn du zum Beispiel den Service anrufen tust bei irgendeiner großen Firma, bei der Telekom oder bei Vodafone, die Stimme, die du hörst, da sitzt keiner mehr. Sagen Sie bitte das, dann sagst du was, ich werde sie weiterverbinden, wir haben da noch einige Fragen, wenn du am Telefonhörer bist, da sitzt schon lange keiner mehr in einem Callcenter. Die kommen dann erst, wenn du durchvermittelt bist. Aber selbst die ist jetzt wieder ausgedacht, die sind nämlich auch bloß ein Cleverbot. Cleverbot. Du bestimmst jetzt, ob du einen Cleverbot im Hörer hörst und wo das da außen, außen ist nichts, vergiss es. Du träumst, das kommt alles aus dir und du lebst in der Welt deine Interpretationen. Also gut, wir machen ein Cleverbot-Programm, da musst du nicht mehr tippen. Du tippst zum Beispiel beim Cleverbot normalerweise was ein und dann reagiert ihr auf diese eingetippten Worten und gibt was in Form von einer Zeile von Worten aus. Ich habe den Cleverbot schon zigfach gezeigt. Gib einfach Cleverbot ein, dann kannst du das ausprobieren. Und wenn du einen modernen Computer hast, kannst du die Eingabe mündlich machen, du kannst sprechen. Und während du sprichst, siehst du dann, dass sich auf den Computer das, was du sprichst, in Worte verwandelt. Dann dauert es ein bisschen und dann wirst du merken, dass dann wieder Worte in der Ausgabe kommen. Das ist die Antwort von dem von der KI, von dem Cleverbot, und du könntest jetzt sogar den Computer so erweitern, dass diese geschriebenen Worte in einer Sprachausgabe der Computer zu dir spricht. Mhm. Jetzt kannst du mit der Maschine kommunizieren, du sprichst und die antwortet dir über einen Lautsprecher. Meinst du, dass diese reine Maschine, dieses Programm, irgendwas von dem versteht, was du jetzt denkst? Nein. Und jetzt kann ich nur wieder sagen, meinst du, dass wenn der Affe vor dir sitzt, dass da irgendwas anders ist? Der Einzige, der den Traum erlebt, das bist du. Du bist ganz allein. Das macht dir Angst, ich weiß es. Es macht extrem Angst, wenn man es begreift. Aber es ist der totale Befreiungsschlag, wenn du es wirklich verstanden hast. Es ist kein Voodoo, keine Religion, auch nicht irgendeine Science Fiction. Diese Vorstellungen wären vielleicht, jetzt muss man wieder Vergangenheit denken, eine Science Fiction gewesen, die sich jetzt verwirklicht. Das ist das, was ist. Es war schon immer so. Es war noch nie was anderes. Die Verzauberung der Welt passiert mit Holofeeling, aber nur deiner Welt. Nicht die Welt der Menschen, die du dir ausdenkst. Die werden sich wie durch magische Zauber verändern in dem Moment, wo du dich veränderst. Weil das deine Spiegelbilder sind, die du hochspiegelst. Und den ganzen Hass und die ganze Angst und die Überlebensangst, die du in deiner Welt eventuell dir noch ausdenkst, ich will jetzt dir dein Programm freischalten, du kannst es denken, wie du willst, ist die Ursache, ist dein Glaube, ist deine Vorstellung von Welt. Wobei hebraisiert wie der Welt heißt nur W, doppelt aufgespanntes LD, hast Brandopfer. Und das spielt sich alles in deinem Brain ab. B-R-A-I-N ist das Gehirn, das ist Mech, Mech Animus. B-R heißt aber auch das Äußere. Und A-I-N heißt nicht existieren. Oder mit 70 gelesen ein Augenblick, dann hast du einen äußeren Augenblick. Das Äußere ist nicht existieren oder ein äußerer Augenblick. Du kannst natürlich auch das BR, hast nämlich rot gelesen, auch Reinheit. R steht für Rosh, B Roshit,
Das ist der Kopf, B, Rosh. Das symbolisiert das rote R. R ist eine Einheit. Ein heißt, in deinem Kopf ist etwas nicht Existierendes, das aber trotzdem in deinem Kopf ist, und das ist H-Eid. Das ist eine Wahrnehmung von deinem Buchstabieren, weil Eid hast nämlich Buchstabieren auf Hebräisch. Was genau genommen eigentlich ein Berechnen ist, weil ich erzähle dir ja etwas. Selbst wenn ich dir jetzt ein Wort buchstabiere, erzähle ich dir die Buchstaben. Das sind Zahlen. Das ist das Geheimnis. Da gibt es dann in einer Welt Kabbala und es gibt I Ching und all diese ganzen divinatorischen Berechnungssysteme wie Astrologie. Von der wirklichen geheimnisvollen Astrologie weiß keiner was, und da lasse ich es jetzt dann gut sein. Es gibt zuerst einmal die klassische Astrologie. Astruo heißt nicht nach außen gestreut. Von der Astro, die Aster ist die Ester, wo ich mich versteckt habe. Ich habe mich in einem Stern versteckt. Dieser Stern ist der Magen David. Im Zentrum vom Magen David, das ist Aster, die Ester, wo ich mich versteckt, der Stern, in dem ich mich versteckt habe. Und die klassische Astrologie gibt so viele astrologische Systeme, Häusersysteme und so weiter, weil alles zerdacht wird. Es gibt so viele politische Meinungen, so viele religiöse Meinungen. Und wenn wir jetzt religiöse Meinungen sagen, dann gibt es Christen und Moslems, musst du wissen, dass die Christen wieder zerstritten sind. Es zerspringt und zerspringt und zerspringt und zerspringt. Auszüge von Auszügen von Auszügen von Auszügen. Das heilige Ganze, das man selbst ist, der Geist, der sich das ausdenkt, die Welt, diese unendlich vielen Gedanken von diesem Puzzlestückchen. Jetzt kannst du wieder an das Anfang des Gespräches springen, im Jetzt, weil dir alles gleichzeitig ist. Das Ende war übrigens schon da, wie du auf Start gedrückt hast. Ja. In der Datei. Dann kriegst du deine Endlosschleife, wo ich dir erkläre, was die Puzzlestückchen sind, die sich plötzlich zu was vollkommen Neuem zusammensetzen. Und da gibt es jetzt ja, wie gesagt, in der normalen Astrologie, es gibt auch eine althebräische Astrologie, es gibt eine chinesische Astrologie, wo man dann sagt, ich bin im Jahr des Hasen geboren. Und dann gibt es hier die geistreiche Holofeeling-Astrologie. Da bin ich übrigens als Udo, als blauer Udo, bin ich in der Holofeeling-Astrologie ein Arschloch mit Aszendent-Fleckchen. Standzeichen Arschloch mit Aszendent-Fleckchen. Das ist so, wie du dir ausdenkst. Zumindest in den Augen von den meisten. Ich erinnere an den letzten Blindfeld, diese Sache hier, der Petra-Brief. Der Dilettant-Badger. Ja, ja. Ihr wisst überhaupt, ihr redet von Wissen und ihr wisst nicht, was Weisheit ist. Ja. Nicht nur hier rezitieren und nachäffen und Einseitigkeiten postulieren wollen, sondern das heilige Ganze verstehen, dass man selbst ist. Und dieser Spiegel spitzt du mit dir selber und immer wieder meine Sätze, wo ich wiederhole, egal was du dir ausdenkst, die Gedanken von dir werden so sein für dich, wie du sie dir denkst. Wenn du meinst, dass einer Schmerzen hat, dann hat er Schmerzen, dann wird es für dich so sein. Glaubst du, dass wenn du Zahnschmerzen hast, dass dein Zahnschmerzen hat? Meinst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast, dass dein Kopf Schmerzen hat? Du hast die Schmerzen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass immer wenn du an diesen Trockennasen auf dem Kopf denkst, immer wenn du an ihn denkst, in der Regel, meiste Zeit denkst du ja überhaupt nicht an deinen Kopf. Wenn du dran denkst, passt meistens was nicht. Entweder die Frisur. Wann denkst du eigentlich an deinen Rücken? Du sagst jetzt, ey, ich spüre den ja. Du spürst den Rücken nicht. Der Rücken ist einfach nur Gedanke, und Gedanken spürt man nicht. Du spürst deine Interpretationen, die Empathie, mein Empathie, mein Leid. Aber Leid ist Leid, ist was Leid, was Negatives, ist doch eine einseitige Auslegung. Le-Idee heißt nur eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Ja. Über das Hebräische, über die Vatersprache kriegst du eine komplette Erklärung. Das kann ich nicht oft genug sagen. Und jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt kannst du das nochmal ein, zwei, dreimal geben und kannst dann jedes Wort, das ich kurz anspreche, in der Kamera obscura. Das ist nämlich dieses Innen und Außen gibt es gar nicht. Übrigens, ganz kurz nochmal zu machen, das ist genau diese Kante mit den einen Spiegel. Aber genau genommen ist, das muss ich jetzt trotzdem noch gar fertig machen, genau genommen passiert hier was Eigenartiges, dass es nur den Punkt gibt. Und das ist plus 1 und minus 1. Und plus 1 minus 1 ist eigentlich nichts, wenn ich jetzt das so mache. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich, denk bitte mit, wenn wir eine klassische Fotografie haben, brauchst du immer zuerst einmal ein Urteil, ein Dia positiv und ein Dia negativ.
Jetzt dein normales Allgemeinwissen müsste dir sagen, ich gehe mal nur von einem Schwarz-Weiß-Foto aus. Wir denken uns jetzt eine Fotografie, ein Passbild. Ich mache mal die Ritter, einen Trockennasenaffengesicht auf der Fotografie mit dunklen Haaren und einem hellen Gesicht. Das ist das Foto. Dann ist es dir negativ dazu, hätte ein dunkles Gesicht und weiße Haare. Und wenn ich jetzt sage, jetzt, wir machen einfach mal nur Schwarz-Weiß. Ich werde jetzt hier das Helle als 100% ansetzen und das Dunkle als 0% Helligkeit. Dann ist die Seite, dann kommt hier das Weiße auf das Dunkle, was ja 0 ist, und das Dunkle auf das Weiße. Und dann hast du eigentlich, wenn das zusammengeklebt ist, ist nur Weiß da. Oder dunkel, wenn man es umdreht. Nachdem. Es ist praktisch, es wäre ein gleichmäßiges Eins. Ich sage jetzt, das ist ein weißes Loch. Mhm. Aus einem weißen Loch springt alles raus. Dazu gehört das schwarze Loch, wo sich alles befindet. Und dieses Loch in der Mitte ist das Allah. Die Implosion und die Explosion gleichzeitig. Genau. Und jetzt pass auf, wenn man jetzt mein Diaprojektor-Beispiel, wenn ich jetzt nochmal die Ichs einstelle, ist ein großes Problem. Ich mache mal, dass es nicht spiegelverkehrt ist von euch. Ich sage immer wieder, da ist die Lampe im Projektor, so wie ich es normal was, die stellen wir jetzt einmal hier, die Lampe im Projektor, dann kommt hier das Display, ich muss doch nochmal schnell einschalten, dann beginnen, Moment, du wirst gleich, da brauche ich nicht so viel, das habe ich da, wo habe ich dich, ich? Die Zeichnung ist bekannt. Ja. Elayom, ich UB, ich bin, ich bin, ich bin. Eigentlich ist es UB. Das ist in dem zweiten Farbenspiel, erkläre ich das, dass wir zuerst einmal den Hintergrund müssen wir jetzt wegmachen. Das sind die absoluten 100%. Wir sagen, Rot steht für den Adam, weil das Wort Adam auch rot macht, und Gelb steht für das Gimmel, für den Geist. Ja. Okay, dann ist der Geist, der ausgedachte Geist, G, das ausgedachte Gimmel, natürlich sehr abstrakt, ist im Adam, im Roten. Der Adam. Ja. Weil Rot ist Adam. Das ist, der Geist ist im Roten. Das wäre jetzt das absolute Weiße, schon ausgedachtes OB. Dann sind die beiden Ichs, sind im Geist. Ani und Anabi rot geschrieben. Dann haben wir hier das Programm im Geist und die Person im Geist. Ja. Und ich sage jetzt, das ist das Programm, der Mensch und die Maske. Das Programm, das sind die hebräischen Wörter dazu. Und das Display. Ja, jetzt das. Ist interessant, die Öffnung deiner intellektuellen Raumzeit ist das Wunder eines Augenblicks. Die 70 steht ja für Augenblick. Das sieht ja aus wie ein 70. Ja. Das heißt praktisch, die Öffnung deiner intellektuellen Raumzeit ist, Bella ist Wunder, ist das Wunder der Augenblicke. Und jetzt ist es außerhalb des Geistes ausgedacht, wo ja eigentlich gar nichts existiert. Das ist die Erscheinung, die ausgedachten Wahrheiten. Man müsste die Wörter mal nachschauen. Das heißt, hier praktisch vom im Geiste sehen. Chasa, im Geiste sehen. Hasa ist der Dachtraum. Das sind die Dachtraumwellen, die erweckt werden. Ja. Aufgespannte Existenz in deinem Gehirn, blau gelesen. Okay, das sind die ausgedachten Wahrheiten. Da sind wir jetzt bei der Emmet. Die 441. Die haben wir hier ganz, ganz gewaltig. Dreht sich ja alles, wenn wir hier reinfahren, alles plus. Oh. Habe ich jetzt den reingefahren? Habe ich jetzt den weggemacht? Da dreht sich ja alles hier, dreht sich ja alles um die 443, wo ich erkläre. Zweimal. Ja. Das Rei, das ist hier, das ist hier die 21 mal 21. Genau. Die Summe aller möglichen Teiler sind dann die 586. Die Quintessenz ist UB. Das ist das rote Jerusalem und das blaue. Zweimal Wahrheit. 441 ist der Wert von Einheit. Damit schau, zweimal 441 ist 882, ist zweimal 3 mal 7 mal 7 mal 3. Schauen wir da mal wieder die 37, 73. Genesis 1, 1. Das habe ich alles schon mal erklärt. Diese Werte. So, jetzt pass auf, was ich jetzt erklären will, wenn du das Bild vor dir hast.
haben wir das Licht, das Programm, das Display und die Erscheinungen, das wäre das flackernde Licht auf der Leinwand. So, und da kommt jetzt auch wieder ein kleiner Fehler. Ich mache jetzt nochmal den Udo wieder, dass es besser ist, vom Sehen her. Wenn du jetzt das Licht bist und du schaust jetzt in die Reihe, du schaust als Licht, das nicht flackert, in das, denk dir mal ein ganz normales Dia. Ja. Du schaust das Dia an und du Licht projizierst jetzt durch die Maske, Persona heißt ja Maske, das ist dein nominaler Intellekt, die Seite, das Wort, deine Interpretation, ich sage immer das Filter. Du hast zwei Seiten beim Filter. Du hast dein Projektionsfilter, wo du ein Bild auf die Leinwand, auf den Film projizierst. Und da das ja spiegelt, dann kommt es dann zurück und jetzt filterst du gespiegelt, filterst du deine Meinung und das siehst du dann. Genau. Ja. Das, ich könnte jetzt das auch so sehen, in einem Kantenspiegel, du schaust in einen Spiegel mit 45 Grad, projizierst du deine Meinung. Diese Meinung wird jetzt spiegelverkehrt wieder zurück. Genau. Minus mal minus gefiltert. Genau. Aber was jetzt ist, denk, was ich gerade gesagt habe von den Dia. Dia, die Öffnung deiner intellektuellen Schöpfung, ist etwas, was auseinandergeschmissen ist. Wenn das Einheit ist, ist es nichts. Denk an das Bild, Ritter, oder mir sagen nur dunkle Haare, helles Gesicht, andere Seite, dunkles Gesicht, helle Haare. Legen wir das aufeinander, sind die Helligkeitswerte, kann ich jetzt sagen, die löschen sich gegenseitig aus. Ich kann jetzt sagen, das Dunkle von der Seite deckt das Weiße von der Seite zu, dann ist alles schwarz. Oder ich sage, die helle Seite beleuchtet die dunklen Seiten, dann ist alles hell. Es ist in dem Moment Schrödingers Katze. Es ist hell und dunkel gleichzeitig. Es ist das schwarze Loch und das weiße Loch gleichzeitig, was sich aber doch widerspricht. Aber plus 5 und minus 5 widersprechen sich doch auch gleichzeitig. Ja, genau. Ist es jetzt verstanden? Ja, völlig klar. Aber jetzt, da du ja in dem Dia-Projektor-Beispiel deine Maske hast und du schaust die Maske von der Seite an und du projizierst durch diese Maske hindurch das Bild auf die Leinwand, wirst du feststellen, dass wenn du jetzt ein Dia in die Hand nimmst, das Dia, wo du ein Bild projizierst, dass das Bild eigentlich nur ein kleineres Bild ist von dem, was du an der Leinwand siehst. Weil du das Licht nach außen stellst in der Kamera Obscura. Was passiert jetzt aber, wenn ich das Licht zwischen die zwei stelle? Dann habe ich das Licht, dann habe ich genau den Zustand, dass da minus mal minus nichts mehr ist. Dass das immer gleich bleibt, aber erst sich lebendig spürt durch das Innerhalb und das Außerhalb. Das ist der Reih. Jetzt verstanden? Wahnsinn. Wie hat mein Professor Rainer mal zum Brüssel Udo gesagt, wenn du den Menschen kennenlernst, es gibt nichts Wichtigeres, wie dem Mann zuzuhören. Und er liebt dir vor, was der Unterschied zwischen geistlos nachgeschwätztem Wissen und wirklicher tiefer Weisheit ist. Ja, so ist es. Ich zitiere mal einen anderen Professor der Psychologie. Der war mit mir öfter essen, der hat gesagt, die unendliche Quelle von Inspiration. Dieser Mann ist eine unendliche Quelle von Inspiration. Die Quelle von Inspiration bist du selbst, weil du dir doch den Udo jetzt ausdenkst. Der Udo ist was Ausgedachtes. Und wenn man ihn länger zuhört, kriegt man sehr schnell mit, er muss weit mehr als über bloß eine enzyklopädische Weisheit Wissen verfügen. Es ist alles Wissen, was prinzipiell möglich ist zu wissen, ist in dir drin. Das bist du, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Aber bist du schon ich? Das ist die große Erkenntnis. Aber jetzt lassen wir es gut sein. Danke für dieses Geschenk. Vielen Dank. Das kann ich jetzt mal ein paar Mal anhören und dann hier anhalten, die Videos anhalten. Und muss ich noch mal was dazu sagen. Ich erkläre euch jetzt einmal ein geistreiches Fraktal. Das heißt, ich sage immer wieder, wenn du das lesen tust, es wäre sinnvoll in einer Lehrtätigkeit, dass wir jetzt meinetwegen eine Schrift nehmen, wir fangen beim Ich bin du Quadrat an, das erste Selbstgespräch, und dass wir das lesen gemeinsam und dann erkläre ich das, was zwischen den Zahlen drin steht. Ich bleibe jetzt bei den letzten Videos, habe ich dieses Fragment einer kleinen Ergänzung von der Holoarithmetik 1. Das ist ja ein Riesenwerk, wo das eigentlich rudimentär schon alles drin steckt. Ich bin dann bloß nochmal, wenn die vergangen, dass wir keine Wiederholungen machen und ich erkläre ja immer in jedem Selbstgespräch. Jetzt stelle ich aber fest, dass ich wirklich bei jedem Wort so viel weglassen muss. Es ist eben einfach, dass das nicht aus dem Kontext gerissen wird. Wir können jetzt Folgendes machen, dass wir jetzt das Video nehmen,
dieses Video, das wir jetzt aufgezeichnet haben, ich spreche normal, das schon immer da war, und du schaust dir jetzt dieses Video an und ich gehe einen Schritt weiter, wir schauen uns gemeinsam das Video an, wo ich das erkläre, und ich mache jetzt Folgendes, dass während ich wollte erklären und ich merke, da habe ich, hätte ich genauer werden müssen, halten wir das Video an und ich erkläre das nochmal, was ich da weggelassen habe. Mhm. Dann lassen wir das Video weiterlaufen, dann kommt wieder eine Stelle, ich halte es an, ich mache das noch genauer, präzise in der Erklärung und wir nehmen das auch auf. Wenn du dir das Video anschaust, hast du ein Video, wo praktisch ein Video mit Erklärungen läuft, wo aber diese Erklärungen nochmal angehalten werden und nochmal genauer erklärt wird. Okay, und jetzt nehmen wir das neue Video und das lassen wir laufen, das schauen wir uns an und wir machen das Spiel nochmal. Und dann kriegst du ein Fraktal von Genauigkeit. Genau. Richtig. Und so ungefähr funktioniert dein Leben in den verschiedenen Leben. In jedem Leben erkläre ich dir was, was, wenn du das verstanden hast, lass mal einen neuen Film laufen, ein neues Leben laufen. Und wenn ich mich jetzt mit dir hinsetze und wir lesen meinetwegen die Offenbarungsschriften, egal ob das die Dora oder der Denach oder der Jakob Lorber ist, oder chinesische Schriften über den Bijin Lu, japanische Schriften oder chinesische Schriften, kann ich die wieder erklären und in einem neuen Leben erkläre ich dir dann das nochmal dazu und irgendwann einmal fallen die ganzen Puzzlestückchen in dir selbst zusammen. Das beginnt jetzt sehr massiv. Ich weiß, bei etlichen. Jetzt ist schon wieder, mir ist voll bewusst, dass ich mir jetzt welche ausdenke, die als Gedanken überhaupt nichts verstehen können, aber das ist eben, wo ich sage, jedes Wort, das ich jetzt spreche, zerstört das, was ich dir erkläre, zu erklären versuche. Nämlich das, was wir sind. Rot geschrieben. Bewusstsein. Reines Bewusstsein. NE-Quadrat, ich mache das eh immer, ich bin du und du bist ich. Ja, so wie die Lampe, wie die Dias, das Leben entsteht, eine Sonne, Sonnebraun. Ich habe im letzten Selbstgespräch gesagt, im Hebräischen gibt es zwei Wörter für Sonne. Den Shamash, den Hausdiener, die neunte Katze beim Kanuga mit Hüben 4 und drüben 4. Wir haben auch noch die Menora, dann ist es die siebte Katze mit Hüben 3 und drüben 3. Wir haben ja die zwei Leuchter. Es gibt die Menora, 3, 3. Jetzt ist ja interessant, dass das Wort 3 von dem mit einem weichen D geschrieben wird, was eigentlich die 4 ist. Und 4. Dann ist der mittlere der 9. Die 9 ist der Neo. Das bist du. Und das drüben 4 und drüben 4, was eigentlich, jetzt haben wir das oder die 3. Welche Perspektive, welche dieser zwei Anschauungsformen, machen wir den hier oder schon den mit die 45 Grad verdreht? Das muss aber wirklich gut sein. Wir kommen aus der Nummer einfach nicht raus. Nein, du weißt, das sage ich immer wieder, die Leute wollen aus dem Kopf raus. Das Zentrum deines Kopfes ist der Mittelpunkt von allem. Ja. Egal, wo du, was du um dich herum denkst, du bist immer in der Mitte. Aber da fange ich jetzt nicht nochmal auf. Spür doch eine runde Menschlein. Eine gute Liebe. Danke. Bis gleich.